Dass wir auf Endzeitzone sind, exakt. Damit 3, 2, 1, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Stream Part von Hi, streamt ihr heute? Monster Hunter World! Mon! Nein. Wow! Easy. So wow. Holt man sich Zuschauer. Und. Exakt. Also, Andreas ist wieder da, nachdem am letzten Mal Stream das nicht funktioniert hat. Eigentlich wollte Twitch mich halt einfach nicht haben, also nicht alleine. Ich bin nur noch scheinbar mit Andreas online zu erhalten, ansonsten funktioniert es halt nicht. Wir haben heute eine schwierige Aufgabe. Und zwar haben wir immer noch Lunastra und Theostra vor uns. Allerdings, bevor wir da hinkommen, was jetzt überhaupt nicht daran liegt, dass Kings Michael schon meinte, dass er nachher mitspielen möchte, oder daran, dass ich kurz geschaut habe, ich wollte eigentlich Rohan schreiben, ich habe nur leider seinen Account dann vergessen, dass ich ihn nicht gewollt aus der Sitzung rausgeworfen habe, sondern aus Versehen, weil ich noch in meinem Forschungs... Hey, Makandalp. Makanda LP. Okay. Junge, willkommen im Stream, schön, dass du da bist, lange nicht mehr gesehen. Und es tut mir leid, dass ich immer noch vergessen habe, auf deine Kommentare zu antworten. Jetzt hole ich noch nach. Ja, sagen es alle. Sagen es alle und dann sind sie schwanger. Du meinst, du brauchst Yondorodontas noch, ne? Ich bräuchte noch Yondorodontas. Dann suchen wir eine Untersuchung raus, ich schaue, was ich noch so brauche in der Zeit. Und mach dann da erstmal mit. Ich würde ganz kurz noch den Chat größer machen, das habe ich vorhin vergessen. Egal, also ich habe Rohan aus Versehen rausgeworfen aus der Lobby, passiert so. Zur Erklärung, wir haben es geschafft, unabhängig voneinander beide noch im Uni-Netzwerk eingeloggt zu sein. Genau, weil wir halt nur über das Uni-Netzwerk noch irgendwie arbeiten können, sinnvoll, weil die ganzen Programme nur funktionieren, wenn du da angemeldet bist, because why the fuck not. Und du kannst sie auch nur bekommen, wenn du darin angemeldet bist, was das Ganze noch schwieriger macht. Und wir haben uns nicht abgemeldet. Ich wollte gucken, okay, ist im Internet gut genug für Streamen oder nicht? Und war dann bei diesem UCLA Speedtest und da stand einfach nur ganz groß Forschungsnetzwerk Leipzig. Irgendwas ist hier komisch. Aber gut. Also ich habe diesen Yondorodontas mit Rosaratian. Ich habe die Rose noch nicht fertig von ihr. Gut, ich brauche sie auch nicht mehr. Aber es ist ja zweitrangig. Ich glaube, wir sollten lieber. Ja, Rohan ist schon da. Sonst gesagt, wir machen die Arena Quests. Aber gut, dann wird das auch nichts. Fusium erst brauche ich noch. Auch halbwegs wichtig. Ganz was Neues. Oh, jawohl. Und Tobikadashi Low Rank. Uff! Da habe ich aber lange drum gedrückt. Valhar sagt noch ein paar Mal. Basil Gauss. Explosionsgroßschwert. Nice. Ich mache erstmal Basil Gauss ein paar Mal. Wobei, das ist erstmal, wo ich so hart zusammengeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Es fühlt sich irgendwie schmerzhaft an. Ansonsten Kulu Yaku brauche ich noch. Hast du irgendwie Kulu Yaku und Yondorodontas? Die sollten zusammen in der Quest sein. Das klingt erstmal halbwegs sinnvoll. Und die könnten zusammen in einer Quest sein, sagt man so. Und mein Bitrate ist weg. God damn it. Ich habe irgendwie dann extra geschaut, ob mein Internet ausreicht und ob Twitch Probleme hat. Und beides war ein. Okay. Ja oder nein. Wie halt passend. Und, Also, ich habe keine Quest, die beides drin hat. Warte, dann schaut auch mal ganz kurz durch. Das einzige Yondorodontas. Ansonsten nimm schon mal Yondorodontas Quest an, da kann der schon mal laden. Ist auch eine Option. Nö. Eine normale, einfach nur. Ja, aber die einzige Yondorodontas, die ich habe, halt auf High Rank, die ist mit. Ne, eine normale Quest. Nicht Untersuchung. Ah. So das ganz normale. Ohne irgendwie. Ja, das gibt's auch noch, was wir immer noch machen müssen für die ganzen extra Dinger. Übrigens, ich habe eine Basic-Untersuchung, die nehme ich mal ganz kurz an. Dann. Oh, hier übrigens 400 von 400 verfügbar. Wir sollten demnächst mal wieder die Sachen hier löschen. Das hatte ich erst. Das heißt, Tom the Tower, Boogie Boogie, Westpol, Endernaff. Ich hab den auch nirgendwo drin. Ey, Boogie Boogie! Sollte ich mal noch mitnehmen, weil ich brauche immer noch die Flügel von dem. Yondorodontas. Ah, guck mal, das sieht gut aus, das machen wir. Yondorodontas. Und die beiden Diablosse. Ich finde das unter anderem halt immer noch super. Der ist noch ein normaler, der halbwegs okay ist. Ich habe zumindest sehr, sehr viele Yondorodontas noch unter anderem. Das wird nicht besser, Spiel! Gut, es ist ein bisschen besser, aber nicht sinnvoll. Okay. Mit Radia. Yondorodontas. Genau, Yondorodontas. Genau, sag stopp. Bist du auf High Rank? Alles low rank, ne. God damn it. Ich bin dämlich. Und du löschst immer nur die 10, wo du gerade drauf bist. Ne, warte, kann ich nicht irgendwie alle löschen? Ah, ja, gar nicht. Easy. Gut, dann habe ich so die ganzen dran letzten Quests mitgelöscht, was auf jeden Fall schlau war. Vertraut mir.
So läuft das hier nämlich. Lass ich bitte euch wieder da. So wie ich das sehe. Ah ja. Hier ist der Leon Dodonis. Dann mach's bereit. Ich habe jetzt, wie gesagt, wenn du währenddessen noch ganz nebenbei zwei Diablose schlachten möchtest, so zum Einspielen, können wir das gerne machen. Aber da ich dich, strich durch mich, nicht so gut einschätze, das nur nebenbei schnell zu machen, was auch so, mein Bitrate ist die Hoffnung. Das wird schon passen. Ignorieren wir das einfach. Weißt du was, weil ich eh nichts daran ändern kann? Zack. Bitrate ausgeblendet. Wenn du das Problem nicht siehst, ist es nicht da. Exakt. So sieht's aus. Grüße an Tuvide. Hi, zocke gerade auch mal Thunderworld. Ich weiß. Genau, das wollte ich vorhin noch erzählen. Kannst du mal die Quest annehmen? Hab ich nicht. Hast du nicht? Hä? Das. Aber eins von eins? Warum eins von eins? Weil das wahrscheinlich. Keine Ahnung. Was hast du da angenommen? Don't hast du da irgendwas Blödsinn. Kannst du nicht einmal im Team arbeiten? Immer diese Anti-Mates. Genau, also, was wir da letzten Endes hatten, Warren hat geschrieben, oder kam die Gruppe mit rein, und ich habe danach gewechselt, weil ich halt nochmal das Uni-Netzwerk raus musste, und da wollte ich ihm eigentlich schreiben, ey, hier, wir sind jetzt wieder da, ist alles gut, kannst wieder reinkommen. Und dann sehe ich einfach nur bei Tab, wie vier Mann Monster Hunter World spielen. Aber so, das ist das. Alles klar, das Squad ist da. Das ist das, genau das habe ich gerade angenommen. Da kann ich ja, nehme ich halt eine Untersuchung, ne, wenn es halt sein muss, dann oh, wir müssen auch noch den hier machen. Das ist dieses gut gedünstete Monster. Ah, lecker. Genau, roasted, tasty. da, guck mal, das ist ein normaler. Fangen. Ja, ist kann okay. Kann doch nicht sein. Ne, wir werden die nicht sinnvoll fangen, weil er einfach tot sein wird. Guck mal, das ist Lorek. Hat jemand ein. Keine Ahnung, was der da drin ist. Oder hat jemand, der zufällig gerade auch mit dir drin ist, Rohan oder so, hat der noch ein Yonta Odantas Untersuchung? Ansonsten machen wir das halt, dann fangen wir halt, gibt es mehr E-Zeit, ist auch nicht so schlecht. Ich meine, wir müssen halt einmal aufpassen, dass wir nicht zu sehr Macker raushängen lassen und ihn umbringen. Ich meine, es wird wortwörtlich auf der Karte angezeigt, wann man ihn fangen kann. Das wird jetzt wohl nicht so schwer sein. 5 Minuten später. Wieso habt ihr ihn umgebracht? Ich nehme dann mal Licht der Katastrophe als Waffe, da kann ja nichts passieren. Nichts Schlimmes. Keine Katastrophe oder sowas, die da irgendwie kommen können. Du musst Berufsbomben mitnehmen. Ich glaube, ich habe keine mehr. Ich glaube, ich habe das Zeug dafür nicht reingenommen. Ich weiß übrigens, warum du nicht beitreten konntest. Warum? Ich war noch nicht in deiner Online-Sitzung. Einmal mit Profis arbeiten! Also wir können auch die Nicht-Fangen-Quest nehmen. Höchstwahrscheinlich. Jetzt Mama die. Das ist mir jetzt egal. Das ist... Ich habe mir einen Plan gesetzt, das wird ja auch gemacht. So, ich finde es auch toll, dass Rohan, glaube ich, die Sitzung wieder verlassen hat, nachdem er gehört hat, dass wir nicht streamen. Er ist nur aus dem Fame aus gewesen. Ne, mach mal, der ist noch drin. Okay, Tommy H1. Warte. Yo, einer der drei Leute, die auch noch Monster Hunter spielen neben uns. Schön. Ja, genau, mach doch mit. Soll ich ihm noch schreiben, dass das ein Scherz war, dass wir doch streamen? Oder denkst du, er bekommt das mit? Warte. Zeig! Da muss ich mir jetzt noch raten, weil ich es falsch geschrieben habe. Zeig! Okay, easy. Dann, also. Was mache ich eigentlich hier gerade? Außer einfach nur meinen Arsch rumzeigen. Ich glaube, du wartest auf mich, bis ich gefuttert habe. Ach, Futter, gute Idee. Items brauche ich nicht mehr. Genau, ich muss noch mit deinem Brett reden. Quest beitreten und so. Ja, okay. Genau. Ich versuche mich zu beeilen. Ich meine, wir machen das eh nur für dich. Wieso mache ich eigentlich immer deine Arbeit? Egal. Wo durch deine Drecksarbeit? Weil der Typ sich einfach nur im Dreck rumsummelt. Übrigens, ich werde jetzt mal nach dem Gutschein gegessen. Waffen wechseln wollte ich. Das war's. Weißt du noch, was ich für Schwäche hatte? Der hatte bestimmt Feuer, Wasser, ne? So, ja, genau. Barov-Style. Sobald er gelöscht ist, dann Feuer. Gelöscht ist. Ja. Dann habe ich nämlich keine sinnvolle Waffe, glaube ich. Ich habe auch bloß eine genommen, die einfach nur cool ist. Donnerwasser, nicht Feuer. Ah, Donnerwasser war es. Genau. Dann habe ich sogar noch weniger. Nice. Ich hätte Eis. Ist scheißegal. Nee, es ist High-Rake und ich will halt sinnvolle Waffen benutzen. Oder zumindest mal neue. Es ist ein Yonto und Dontas. Ich klatsche notfalls auch alleine. Ja, dann. Also, das wirst du genauso, egal mit welcher Waffe. Ja, aber wir sind ein Team. Wir können einfach sagen, nö, ich mach den auch alleine, ne?
Immer diese Degradation meinerseits. Ja, das ist das richtige Fachwort. Vertrau mir. Ich weiß auch genau, was das bedeutet. Wir jetzt eigentlich 2V noch hören, dass er beitreten soll, oder kommt er auch ohne extra Wurst mit dazu? Ich weiß es nicht. Ist er in deinem Freundeslisten, dass er beitreten kann? Ja, 2V sollte damit... Ansonsten wäre es nämlich... Er ist nicht drin. korrekt. Das könnte der Grund sein. Dann muss ich mal ganz kurz... Ich war nämlich absolut nicht vorbereitet, die uns ID noch kopieren. Übrigens, warum die vorbereitet war, der da muss nachher wieder Nachhilfe geben. Wir mussten beide vorhin noch arbeiten, weswegen das sich ziemlich hart verschoben hat. Ja. Und dann hauen wir das da rein für alle, die wollen. Und die, die nicht wollen, werden trotzdem gezwungen. Easy. That's how I roll. Wo bin ich ja eigentlich? Na ja, genau. Ich weiß es immer noch nicht. Aber einfach so tun, als ob es eigentlich immer ein guter Anfang, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich bin komplett falsch gestartet. Nice. Und ich weiß nicht mal, wo das Vieh ist. Also wehe, du hast mich tot, bevor ich da bin. Mister, ich reite dann mal zum Ziel. Ich bin da, es ist dann wahrscheinlich ah, tot. Ah. Also, das war nicht das Ziel der Aufgabe. Da geht's, stimmt, verdammt, muss ich fangen. Das habe ich auch absolut nicht vergessen in der Zwischenzeit. Das steht auch nur ganz groß oben rechts. Da ist meine Kamera drüber, das sehe ich nicht. Das war eine der schlechtesten Ausreden, die ich je gehört habe. Aber sie ist wahr. Hey, ich bin hinter dir. Wir sind genau gleichzeitig angekommen. Du bist 2 Sekunden schneller, weil du halt weiterhin hey, Rohan, Ihr reitet einfach alle vor mir. Verdammt. Nur weil ich kein Reittier habe. Ich dachte, korrekt. Nicht Sex haben wäre mal okay in anderen Spielen, aber nein. Auch hier geht das noch mit drauf. Übrigens ist mein Ton viel zu laut eingestellt. Du machst das, ne? Du machst ihn komplett alleine. Notfall. Das ist... Aber ich meine, Rohan, kommt nicht dazu. Oh mein Gott, fuck, wollte ich nicht. Das hat extrem gut funktioniert. Das wollte ich. Genau so. Ich mache nochmal ganz kurz für euch, dass ihr das Kopf zusammenschlagen könnt. Jawoll, habt das sehr schön gemacht. Du bist drauf, oder? Ja. Exakt. Sehr schön. Ich weiß auch nicht, ob er nicht schon sogar fast tot ist. Das letzte Mal haben wir auch unsere 2-3 Minuten getötet, glaube ich. Bin ich der Einzige mit einer Falle? Ich weiß es nicht. Auch eine Falle. Na wunderbar, dann probieren wir das mal ganz kurz. Man kann in dieser Scheiß... im Leben keine Falle legen. Das sehe ich ein. Ich probiere mal was. Das nennt sich, Plan haben. Ich weiß, das kennst du nicht. Und ihr auch alle, deswegen verstehe auch nur ich den. Und der besteht eigentlich daraus, dass... Ey! Du, The Rescue Man, dreh dich doch nicht! Das wollte ich doch gar nicht. Verdammt. Das kannst du zum Beispiel machen. Also ich wollte eigentlich ihn direkt da reinschleudern mit meinem Dornen. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber ich würde hier mal mitstehen. Ich bin der Meinung, wir machen sowieso so viel Schaden, dass wir auch direkt in der Feier zusammenschlagen können. Hey, komm, jetzt wetze. Dankeschön. Hey, Rohan, nice. Siehst du, die guten Leute wetzen hier. die wirklich was können. Und ich würde gerade sagen, jemand hat im Chat was geschrieben. Das war ich. Hey. So, guck mal. Rohan geht noch mal ein bisschen drauf. Jetzt sollte er fangbar sein, glaube ich. Rohan, er ist gerade hierher gekommen. Rohan, wir müssen ihn fangen. Jetzt lass das doch mal. Wir müssen ihn immer noch fangen. Das passt schon. Der tut dir nicht so sehr weh. Das sieht nur so aus. Diese harten Explosionen. Das muss so. Jetzt vergiftet er ihn noch. Jawohl. Was? Das ist das nicht. Okay. Du bist einfach drüber gesprungen? Kann er da nicht rein? Ich weiß es nicht. Darf er das? Darf er das? wenn es mir das nicht ergeben mit dem Dreck, dass er da nicht gefangen werden kann, müssen wir erst die Füße frei schaufeln. Ansonsten eine Fallgrube wäre eine Option. Sollte man kurz warten? Option abgeschlossen. Easy. Wir haben nicht mal eine Berührungsbombe geworfen. Vielleicht war es voll Berührungsbombe und es war nur dunkel. Ah, er hat kein Gift, er hat eine Berührungsbombe geworfen. Ah, das macht sogar Sinn. Das macht voll Sinn. Okay. Gut. Sehr nice. ja, natürlich, wir sind die perfekten Jäger. Wir haben voll mitgeschnitten, was gerade passiert ist. Ey, die Falle war meine Idee. Und ich würde sagen, sie war Millisekunden genau getimt. Mhm.
Okay, was brauchst du überhaupt? Flossen brauchte ich von den Typen. Ich habe mal Sturzschutzbeutel bekommen. Ah, das sind Blau-Rank-Dinger. Nice. Und Wimmel-Edelstein. Warum bekomme ich den, aber keinen Aquabeutel? Das ist ein Aquabeutel Low-Rank. Aquabeutel war ein Low-Rank. Das ist ein 6, das hier ist High-Rank. Okay. Weil ich weiß nicht, ob ich das brauche oder nicht. Mein Zettel ist weg. Aber zumindest gerade eben hatte ich es auf meiner Liste nicht gesehen, daher. Insektenforscher. Ich guck mal, ob das jetzt genug war. Hoffen wir es mal. Ja, das war jetzt echt nicht spannend, das sehe ich ein. Aber es war gut zum Einspielen. Und Easy Rohan hat den Stream gefunden. Nice. Hast du das Rätsel mitbekommen, was ich dir gestellt habe? Oder einfach bei deinen Rätsel. E-Mails nachgeschaut? Ja, das war ein hartes Rätsel. Aber das erste Rätsel war das Rätsel zu finden. Also, ansonsten würde ich schon mal... Das hört sich schwierig an. Ich habe auch schon überall Rätsel für dich verteilt, auch noch nicht eins gelöst. Ich bin sehr enttäuscht von dir. So, das heißt, wieder, wir brauchen noch Baselgoss. Ich habe rausgefunden, dass nur Lasagne essen will. Und warum kriege ich dann nicht immer meine Lasagne? Jeden Tag was anderes. So wie verbrannter Topf, kaputter Laptop, Schlag in meine Eier, aber kein Lasagne wird mir serviert. Eine fehlt, würde übrigens noch fehlen, aber wir können erstmal was anderes machen. Ja, okay, nee, wir machen den nochmal, es geht in Ordnung. Wollen wir vielleicht jetzt... Oh! ist okay, ich brauche neue Haben Hörner nebenbei. Also können wir wunderbar mit draufschlagen. Sehr schön. Dann landen wir aber den eigentlich relativ super. Vor allen Dingen, weil ich keinen Bock habe, mit irgendwas dazustehen, was nicht blocken kann. mein Insektenklebe-User. Wobei tatsächlich mal die Frostketten auch witzig wären. Alles klar. Anton! Warte. Dein Job. Sei Dank. Das ist ein Schritt zu viel. Was? mit Wortspielen. Das versteht dann keiner mehr. Ich meine, Anton kann man ja noch drauf kommen, aber Psyduck? Nein. Doch. Okay, Amulette können mit, dann... Ach ja, stimmt, ich habe beim letzten Mal ja nicht die Verteidigungsding kombiniert, sondern das Angriffding, weil ich schlau und do. Was brauchen wir dann noch? Also grundsätzlich mal mehr Angriff wäre, glaube ich, ganz gut. Eiswaffen und Lähmung. Genau. Ich glaube, wir brauchen grundsätzlich einen Rohan. Unterstützung wäre auch nochmal ganz gut. Und ansonsten geht das nicht sterben. Wobei, wir haben, glaube ich, langsam so sinnvolle Waffen, dass selbst wenn wir dumm rumfuchteln, immer noch ein bisschen Schaden bei rauskommt. Hoffe ich zumindest. Ansonsten bin ich halt useless. Aber ich sehe cool aus und kann die Kamera gut halten. Ah. Das war auch immer so bei meinem Job, weil ich jetzt so als Nebenjob mache, meine Bewerbungsunterlagen, ich kann gut Kamera halten. Auch mit einer. Und das heißt, ich nehme jetzt mal die Verteidigung hoch, um uns hier abzubrechen. Und hab noch einen Nergi mit zweimal Gold. Auch cool. Ich hab den Kopf immer noch nicht, ne? Ich hab den Kopf immer noch nicht. Dann wäre das sinnvoll. Den können wir danach noch machen. Weil rennst du nur so kopflos hier rum, also ich versteh's ja gar nicht. Weil ich dieses Gesicht feiere. Ich will nicht wissen, bei wie vielen Männern das in Quarantäne schon zu zwiegespaltenen Emotionen geführt hat. Wenn du einfach nur diesen Kopf abschneidest, sieht es halt ne aus. Wenn du da diesen Kopf, also so, ne. Das muss ja jetzt nicht sein. Das ist einfach, genau. Das ist einfach mein Dasein. Ne. Nur halt die Betonung ist alles, je nachdem, was du ankommst. Und wenn du dann dazu noch dir Toni mit ansiehst und unseren Deus Toni, der einfach definitiv aus Tschernobyl ausgebrochen ist oder letztens bei den Waldbränden in der Nähe mit dabei war, da wird es halt echt sehr, da klingt auch meine Augen. Es ergibt alles einen Kreis. Sinn! Danke, Herr. Okay, wir warten noch auf dich. Einfach ignorieren. Was soll schon schief gehen, so stark sind die ja gar nicht. Soll ich vielleicht noch den Mund? Nein, so stark sind die nicht. Okay. Alles easy, rein da. Ich meine, ich habe eine Waffe genommen, die ich nicht spielen kann. Ich habe die Quest ausgesucht, stimmt. Ich habe keine sinnvollen Items mit. Das wird schon. Ich werde dir mal so zeigen, wie hart ich spielen kann, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Ah. Also, kacke, weil Wände sind scheiße, aber wenn ich mit dem Gesicht zur Wand stehe, wie ich dann campen kann. Ja, indem du einfach nicht aufs Monster schaust und das nicht angreifst. Exakt. Ah, guck mal, direkt mal Loot gefunden. Deswegen bin ich nämlich hier. Ich glaube, ich gehe aber zum Yonder Dontas, so gut ist. Hier ist ein Yonder Dontas. Den solltest zum Beispiel du auf jeden Fall machen, weil du brauchst das Zeug halt. Deswegen sind wir hier. Ich versuche mal noch irgendwie sinnvolle Sachen mitzunehmen, so wie eine Blitzbombe. Hehe.
Nein, ganz ruhig. Ich werde jetzt nicht zum Andreas. Ich gehe jetzt ganz kurz ins Rohr bei dir. Ja. Okay. Dann komme ich mal ganz entspannt auch mit hin und suche mir keine Diablos, den ich ganz, ganz kurze Freude mit zusammenschlage. Das muss dann, glaube ich, doch nicht sein. Okay, gut. Ich habe meinen Charges. Dann wird jetzt losgeballert. Alles klar, leg los. Ist eigentlich auch ganz gut, wenn die Charges lang genug halten, bis du beim Diablos bist, kannst du die da direkt mal mitbenutzen. Das kommt drauf an, was ich... Na gut, hier liegt bestimmt dann irgendwann mal irgendwas Rotes rum, was ich nutzen kann. Ja, ich meine, ich kann auch dafür sorgen. Oh fuck, warte. Ich muss ganz kurz, ich habe ein Tutorial auch zu Doppelschwert angesehen. Seitdem das nicht mehr wieder gespielt. Das davor nicht mehr gespielt. Nice. Was ist die perfekten Waffen für Diablos? Macht, wer der trifft eh nicht, wenn man einfach nicht hinguckt. Mhm. Und Der riecht das nur, wenn du Angst hast. Exakt. Nur und dann macht er Schaden. Und ich habe nur Angst, wenn ich weiß, was meine Waffe kann und was nicht. Und wenn ich einfach der Meinung bin, sie kann alles, na dann auf geht's. Wozu soll ich Angst haben? Exakt. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz irgendwie herausfinde, wie ich mich auf das Monster raufhauen konnte mit der Kombination, wäre es mal ganz cool. Also erstmal gehen wir da mal ran. Damit dein Rücken auch schön kaputt ist. Ah, ich hab schon gesagt. So. Ja, und? Ich meine, der Rest jetzt. Oh, da, der ist wütend, ne? Schade. Also, hast du das aufgesammelt oder hast du das nicht gemacht? Hab ich das wieder aufgesammelt. Also, du hast wirklich alles. Ja, genau. Ah, okay, gut. Dann hab ich mich falsch verstanden. Aber war es nicht? Da, da, da und LT? Yo, so war das! Jawoll! Easy sieht das geil aus. Du machst das auch im Mächtigen Leben ab. Jawoll! Aber halt in Low Move, weil ich nur kurz hochspringe, um ihn zusammenzuschlagen und danach sofort wieder lande. Das ist, also ich mache dir da auch keine Konkurrenz in der Luft, aber es sieht halt erstmal cool aus. Was ich stattdessen kann, ist. Genau das hier. Ich kann, während ich meine Schütze losschieße, ausweichen. Das ist voll cool. Also, ich hab mal meinen Edelstein noch nebenbei mitbekommen. Ah, easy. Also das ist einfach nur draufschlagen und zusammenboxen. Das war aber schon wieder so ein Vieh, wo ich immer nur die Edelsteine bekommen habe. Also ist es für dich wieder unwichtig. Ich habe vorhin auch einen bekommen, daher. Ich hatte nämlich 5 Edelsteine von dem rumliegen, aber keine einzige Schuppe. Das war schon faszinierend. Wobei die Edelsteine bei diesen ganzen Wyvern-Monstern eh alle ein dasselbe sind. Achso. Die sind dann nicht extra unterschieden, unterschotten. Daher kann das einfach sein. Hey! Ja, auch hier. Wow. Wo ist denn die blaue Kiste? Ich weiß, das hast du auch schon mal gefragt. Also, jetzt kriegst du mich ja hier gezahlt. Ah, hier, hi. Ich bin voll. Wie unser Laderaum. Breit wie die Hirsche von den Weibern auf Tortuga. Blau wie das Meer, geladen wie ein Bordgeschütz und dichter als der Nebel von Kap Horn. Das war der Zeitpunkt. Never mind! Double Flash, easy peasy lemon squeezy. Und ja, ja, weil wir schon die bekämpft haben. Oder er sich als ganz, ganz cool sieht, eins von beiden. Da dann bitte! Einfach nur rein hinten! Oh, es hat nicht gereicht! Shit! Ich dachte, das geht. Welchen von beiden Fokus? Den normalen. Normal zuerst, ich versuche. Revierkampf. Das ist doch mal sehr, sehr günstig. Ich sollte hier weggehen, oder? Ach Quatsch, man sollte schief gehen. Rein da! Einfach nur die Mond. Jawoll! AKA oder nowhere! So, und siehst du, den Schwächeren schlagen wir jetzt zusammen. Weil A, der hat Damage bekommen und B, er ist schwächer. Wir ergeben uns dem wahren Earl dieses Gebietes, was alle der schwarze Abfluss ist. Frauenpower hat den anderen umgehauen. Und der schwarze Diablos ist die weibliche Kurve. Ja, genau. Das habe ich schon mal erzählt. Wegen ja, das kann sein. Genau. Aufhetzer aktiviert. Wir gehen einfach. Rutschen noch ein bisschen wegen Affinitätsschlittern, glaube ich. Keine Ahnung. Hi. Schön an den Schwanz. Und Schwanz kann mehr Schaden bekommen. Nein, kann er gar nicht. Ich muss es zweimal machen. Der ist nicht. Wegen dem haben wir Aufhetzer, by the way. Hier hätte ich rein muss. Das ist aber gut. Übrigens, das ist der andere. Warum denn das? Ihr habt extra Revierkampf gemacht jetzt. Au! Nice! Danke. Ich meinte eigentlich, dass der Schrei gerade nicht rauskam und ich da noch kurz dumm dastehen konnte. Also der Diablos ist übel. Ich bin, glaube ich, gestern. Was? Mach das mal einfach nicht! Der ist auch wütend. Au! Au!
Ich nehme da mal ganz kurz so meine kleinen Mittelchen. Die sollten gerade hilfreich sein. Ansonsten, wenn nur sie hier ist, dann nehmen wir halt sie, ne? Das ist ihre eigene Schuld, würde ich sagen. Ich will nur ganz kurz mich aufwachsen mit allem, was ich habe. So Lebenskraftmantel, was halt wichtig wäre. Übrigens Schallbomben vergessen. Hashtag Profijäger, Hashtag über 200 Schulden im Monster Underworld. Okay. Dann gehen wir da mal ganz kurz rein. Ich hatte noch so ein... Jawohl. Ja, genau. Ich mache dir mal so ein paar... Ich bin gerade beim anderen Diablos. Dann mach mal. Du kannst das. Ich habe gehört, du schaffst das notfalls auch alleine. Du schaffst das schon alleine. Ja, genau. Du schaffst das schon alleine. Bam, Bitch. Sorry. Hab ich auch so Schuss rausgeschleudert. Das war nicht ganz so schlau. Warte. Aber... Der Schrei muss doch jetzt nicht sein. Ich war fast wieder dabei, auf dich drauf. Letzter, da wurde ich... Oh, Dankeschön. Nice, Rohan. Du hast mich gerade rausgeholt. Und das, du brauchst eine harte Front, ne? Du brauchst eine harte Front. Wir sind nicht an der Bierstelle angekommen. Das ist nice in der Milch. Es tut mir leid. Aber ich bin ja keine Ausdauer. Aber ich schnetzel halt einfach weiter, ne? Und hi, Höchens. Das ist aber ein geiler Move. Ich muss einfach mal sagen, wie es ist. Ich stelle meine das kurz. Ja, okay. Ich nehme ihn jetzt als meiner. Der gehört jetzt dir. Exakt. Ob er will oder nicht. Ich muss nur so ein bisschen auf den Schweif mitgehen. Vielleicht kommt mir irgendwas noch verwundet. Wenn ich so zweimal daran gehe. Das ist komplett an dieselbe Stelle. Au! Das war mein Satz. No! Fuck. Au. Sag mal, haben wir Bildschirme getauscht? Nein, wir sharen einfach nur Splitscreen und so. Ah, exakt. Sehr schön. Mir aus schon da ein bisschen ist er erst noch viel. Verdammt. Okay, egal. Wir müssen da ein paar Dinger mit dran. Die sollten Schaden machen, nehme ich an. Ja, da will ich nicht stehen bleiben. Hier ist schön. Hier ist sehr, sehr schön. Wenn das noch so... Nein, 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 nein. Nicht Panik. Ruhig bleiben. Das ist ja eigentlich ein Tipp nach hier. Okay, alleine wenn ich das nicht scheiße, ich komme mit euch. Jetzt ist sie doch bestimmt gleich wieder mit hierher, weil... Zu 2 gegen 3 ist halt auch ein Winzig. Und andersrum auch. Komm ich damit hoch? Kann ich da. Damit kann man ausweichen! Du hast ihn hergezogen! Du hast dich umgefallen. Das ist nicht unbedingt gut! Geht mal kurz auf. Oh mein Gott! Okay! Kommt halt! Macht mich halt! Gerade Revierkampf oder irgendwas Witziges? Ja, ein Typ, der mich anguckt, das muss ich sein. Da, kurz halt. Okay, wir sollten trotzdem die ganze Zeit wechseln zwischen den beiden. Das ist das, was wir machen könnten. Das heißt, wir wechseln einfach trotzdem, weil wir nicht darum scheren, was schlau ist. Okay. Hi, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das würde passen. Jawoll, da liegt er doch schön bereit für euch alle. Übrigens, Schwanzansatz ist seine höchste Schwachstelle. Also wenn du da mal kurz ein bisschen reinschlagen willst, gönn dir. Auch okay, ich muss auch beide kaputt machen, nur eins. Das ist wichtig. Und... Ich bin erstmal oben drauf. Okay. Dann versuche ich nochmal ein paar Sachen zu verletzen. So wie ihn. Oh. Okay. Easy. Machen wir halt mal schnell. Hast du so viel Damage reingehauen? Oder hat mir den so zuvor. Ah, der wurde auch im Revierkampf zusammengeschlagen. Stimmt. Also. Schade, dass ich auf den Sack bekommen. Hoffen wir mal. Keine Ahnung. Egal, er ist tot, dass das was zählt. Ist egal, wer es war, außer ich, es war ich. Und. Man muss auch mal die Wahrheit sagen. Wobei ich weiß jetzt wahrscheinlich nicht, aber nur ein bisschen drauf zugeschlagen. Das richtig Geile war wirklich, als beide aufeinander zugerast sind, ich genau in der Mitte stand und ich einfach weiter angegriffen habe, weil mit Doppelschwert und hörst du nicht auf mit Angreifen. Das und, tun wir hier nicht. Ja, yeah, we don't do this here. Und, oh mein Gott! Der schwarze Diablos hat extra einen Kreis um mich und Rohan gezogen, um uns nicht anzugreifen. Ist er gerade echt einfach nur hergespannt? Um zu sterben. Damage done. Who has lost and who has won? Das war jetzt überraschend viel Schaden, ehrlich gesagt. Das ich hätte nicht gedacht, war überraschend easy. Also ich würde mal ganz kurz sagen, wir haben mehr Schaden gemacht als du.
Also das waren halt drei Schläge hier. Also okay, ja. Ich meine, wir waren zu zweit. So hart sind sie gar nicht. Ich meine, die haben nicht mal Schaden gemacht bei mir. Ich bin nicht einmal gestorben gegen zwei Diablo. Ich bin auf 5% HP Rote gedroppt aus einer Combo. Ja, wer lässt auf einer Combo von denen treffen? Also ich wurde ab und zu einmal geschliffen. Diese Doppelschwerter, neuer Main. Warum? Nicht weil ich Skill habe, sondern weil ich Luck habe. Und das Luck ist halt einfach ein Synergy-Effekt von Doppelschwertern. Mindgames. Neue Hauptwaffe hier. Nee, wie fair, bei Binding of Isaac wärst du korrekt. Okay. Da gibt es eine sehr hohe Kombination zwischen Luck und. Wörter? Damage, Doppelschwerter. Zwischen Luck und Attack Speed, also. Das wäre solches sinnvoll. Ja, gut, wir haben keinen Horn kaputt gemacht, deswegen. Ach, wie kannst du ja, nur? Ja, aber ich brauch das Horn nicht zwingend, das war bloß für eine Waffe, die ich nicht unbedingt brauche. Ein Großschwert. Nee, es war irgendetwas mit negativer Affinität. Ah, also du hast, glaube ich, so viel positiv, dass es relativ egal ist bei dir. Tatsächlich. Je nachdem, wenn es halt minus 50 ist, ist es ungünstig, aber wenn es minus 10 ist, wenn du eh minus 70 hast, sind es immer noch 60. Ja. Quick Maps. Daher. Das reicht uns nicht! Und nochmal hin, nicht hier, um die Peitsche rauszuholen. Schade. Da benutze ich so gern die Peitsche mit dir. Im Stream. Das macht sich besser! das macht es sowas von nicht besser. Okay. Das heißt, wir machen jetzt eine Gigante. Ich habe gehört, Rohan, also Tommy, du hast doch da, So eine Doppel-Golden-Quest mit der Gigante. Wie wäre es, wenn du die mal ganz kurz rausholst und zeigst, was du hast? Was so als an dir steckt. Ja, wahrscheinlich so rangepimpt, so auf die Brust, wie normalerweise solche Orden drankommen. Einfach so, guck mal, ich habe diese Untersuchung für euch. Okay, das hört sich jetzt schon wieder überraschend sexuell an, deswegen lassen wir das lieber. Was? So stelle ich mir meine Zuschauer vor, man muss doch irgendein Bild von denen haben. Okay. Ich denke immer nur das Beste von denen. Also, vom Namen mit Ausnahme von Nixos Wixox, weil der nicht wichst. Aber ansonsten machen alle nur was Gutes. Und der ist halt so, Jesus Christ is my friend and I'm not a sinner. Aha, okay. Wie war das Lied von Guardians of the Galaxy, da ich das nicht spontan auf Abruf habe, ist eigentlich schon schändlich. Warte, kurz Radio einstellen. Ich muss eine Frequenz empfangen. I've never been a sinner. I've never sinned. I've got a friend in Jesus. Was nix aus Wixox. So, da ist er. Wunderbar. Ich starte mal wieder da, was ich noch nicht habe. Und das ist ja für mich. Das heißt, ich benutze mal meinen Gutschein. Ich habe noch 15 Minuten. Ah, sollte machbar sein. Hat ja. Er zufällig so ein bisschen Eisschwäche? Ich würde die Waffen gerne weiter benutzen. Guck einfach mal selbst nach. Ja, mache ich. Ich brauche nur eine Ausrede dafür. Oh, oh. Solange es nicht auf Null ist, nehme ich die, glaube ich, trotzdem. Es sind ja nur 15 Minuten, das schaffen wir ja easy. Hab ich gehört. Nee, ganz ist er doch. Ist actually mit das Beschissenste. Okay. Ja, was ist denn, wie ihn? Weiß nicht, ich guck selber nach. Donner. Döner, okay. Es müsste Döner sein, ja. Wenn ich mich nicht komplett vertan habe. Ja, nehmen wir halt meine Lanze, ne? Meine erste Hauptwaffe. Neben der zweiten, der dritten, passt das schon. Ey, es ist Gutschein! Also ich kämpfe so gern mit Rohan. Der gibt mir jeden Tag was zu essen. Ist das nicht toll? Muss ich auch mal dran. Warte, was machst du? Deswegen kämpfe ich so gern mit dir. Du gibst mir jeden Tag was zu essen. Gut, bei dir muss ich selber noch dafür zahlen. Aber ansonsten ist das doch wunderbar. Ja, dann doch lieber erstmal Gesundheit. Sag ich kein Gesundheitsplus-Skill habe ich nicht. Oh, die 2x Gold ist nur für 2 Spieler. Ah, schade. Den brauchen wir eh nicht. Der ist eh kacke. Der klaut mir immer alle meine Items. Einfach nur schnief. Nee, alles gut. Wenn wir jetzt einfach loslaufen würden ohne dich, wäre das sehr konsequent. Do it. Schnief. Lass mich nicht zurück. Du kannst doch nachkommen. Also ganz ehrlich, ist es eigentlich das Beste, wenn man zurückgelassen wird. Ich muss es irgendwie gut reden, es passiert mir zu häufig. Das ist bei Livestreams, bei Zuschauern, bei Trends, bei meinen Eltern, ich werde immer zurückgelassen. Und deswegen bin ich auch zurückgeblieben. Es ergibt alles Sinn. Wie viele Jahre habe ich gebraucht, um darauf zu kommen? Okay, gut, dann. Auf geht's.
Was ist das eigentlich für ein Schwachlaberungsstream heute? Und ja, so heißen die. Wir haben ja schon heute schon festgestellt, dass wir außergewöhnlich durch sind heute. Schon das Training heute Morgen ging einfach nur beschissen. Exakt. Und ich habe heute noch nicht mal gekackt, das daran liegt. Ja, bringen wir es zu Ende. Es ist doch schon fertig. Ich weiß gar nicht, was du hast. Oh, du hast Machtsamen, die ich schon voll habe. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas hier nehmen müsste, ne? Kann ich einfach reinrennen und gut ist. Du nimmst nur noch das falsche Lager, ne? Das kann durchaus sein. Dann hättest du auch zu spät kommen können. Also jetzt mal wirklich. Hi. Hier will ich so nicht stehen. Jawoll, so ist besser. Lanzen-Style. Oh, ich mag es. Das ist ganz ehrlich, einfach jede Waffe, wo man einfach nur im Monster drinstehen kann und damit gewinnt, ist einfach nur grandios. Ich bin noch nicht gerettet. Naja gut, dann haben wir halt 3 Dates. Von mir aus. Das ist... vier? Oh, Rohan hat mir das geklaut! Ich hab ihn 2-mal ausgeführt, damit Rohan jetzt darauf reitet. Story of my life. Was soll das denn? Nur weil Rohan immer zur Rettung reitet. Das ist, vielleicht war er einfach nicht für mich. Ich meine, ganz ehrlich, den zu kuscheln ist schon eher so. Naja, jetzt muss ich eher selbst. Das ist eine sehr stattliche Begebenheit. Weil ich habe schon festgestellt, ich spiele Monster Hunter, weil ich es nach Schaden zu kriegen habe, um zusammengeschlagen zu werden. Also. Vielleicht ist mir auch gefallen. So, gehen wir zu diesem sinnvollen Thema. Ich weiß, ich renne ihm gerade in den Arsch rein. Also Rohan hat vielleicht vorbereitet, aber ich habe die wahre Glory bekommen. Willst du einfach rausgehen? Ist das angenehmer momentan? Ich bin gerade Let's Player-Laune. Korrekt. So, ja. Ich weiß, das siehst du nicht gerne und machst lieber so Videos und Bilder davon. Die Hashtag Heidi Klum. Das ist... Das wird jetzt sehr, sehr viel Material. Oh, er hat mich umgestupst. Ey, auf Facebook angestupst zu werden, ist doch so dritte Base, oder? Hans hat dritte Base verstanden. Sehr gut. Aber der wird auch hardcore zusammengeschlagen. Also, zumindest von meiner Seite, das konnte ich nicht kontern. Ja, gut, wenn du es einfach gehen würdest, wäre das sehr, sehr freundlich. Nice, dankeschön. Und wenn ich schon irgendwas abgeschlagen, wo ich mal kurz irgendwie die Wand schleudern könnte. Er ist eh gut, never mind. Sieht auch von hier aus immer noch sehr brutal aus, was ihr mit ihm tut. Also, weil wie er sich immer wieder im Kreis dreht, mir hinterher. Also es ist halt knuffig. Wirklich Hashtag Rape Incoming auf allen einzelnen Ebenen. Wir haben, glaube ich, heute oder allgemein noch kein Monster so hart genommen. Wobei, der coole Jakun, die Ratten waren hart dran. Als ich erstmal die Dominanz gezeigt habe. Oh, so schnell bin ich doch nicht! Ja, das ist mein Satz. Also, A, es hat toll gemacht, B, ich bin halt gerade draufgerannt und das war halt ungünstig. Aber auch in Ordnung. Nee, das war nicht der Schwanz ab. Aber, wo so hat der geflogen ist? Das sah sehr schwanzig aus. Warum sollte er sonst so hin und her gesteuert worden sein? Du hast mich auch überfahren. Ja, und Chuchu, Motherfucker, aus dem Weg! Wenn der Skill kommt, hat der Pöbel zu schweigen. Das ist jetzt einfach, wir vorbeirennen müssen. Einfach fliegen. Ja, stimmt. Jetzt hätte ich einfach nochmal wetzen sollen. Bomben sind für Loser! wir das, den Inhaltsstoff lesen ist feige. Okay. Ja, gut, dann rennen halt da nochmal durch. Hi, einfach durch den Nebel, durch den Rauchschwann. Seit wann ist hier? Das ist einfach CC auf mich. Okay, langsam wird das hier gefährlicher, gerade weil ich abblocke. Dann kann ich halt nicht reinrennen. Von mir aus kommt der Tail noch irgendwie ab oder tun wir nur so? Das macht er nur für mich, das nicht aktiviert. Das ist. Ja, du bist halt was Besonderes in diesem Gebiet, in seinem Leben. Keine Ahnung. Ich mach keinen effektiven Schaden mehr. Weil die Stacheln ausgefahren sind. Ah, den Kopf habt ihr übrigens kaputt gemacht. Ah, das macht er in irgendeiner Situation. Ist er gerade einfach hochgeflogen, um mir zu fallen? Das sah ja echt lächerlich aus. Ich werde tot sein. Wie ist der überhaupt? Rohan hat auch bloß. Nee, er hat eine Armbrust. Okay, ne. Ich dachte, nee, Rohan hat den Gewehr. Okay. Hast du deinen Kinsack genommen?
Kein Sekt war. Ja, ist gerade rumgeflogen. Dann war das wahrscheinlich das, weil ich habe keinen gesehen, der sonst angegriffen hat. Das muss Kein Sekt gewesen sein. Sicherlich. Kein Sekt OP! Exakt. Das macht aber auch geile Kills teilweise. Das ist. Aber ganz ehrlich, inzwischen habe ich genügend Rüstung, um reinnippen zu können. Nice. Das kann auch daran liegen, dass Rohan einfach Master Rank Zeug hat, wie es ihm erlaubt ist, und er deswegen einfach alles so schnell tötet, dass ich mich nicht umbringen kann. Wir endlich an dem Punkt sind, wo das, wo mein Selbstmord. Mein Selbstmord ist self-sustaining. Ich habe denn ja die ganze Rüstung. Muhahaha. Du bist ein Arsch, aber ich hab's trotzdem schnell gemacht. Ja, ich weiß, wusste ich. Glaube ich dir nicht. Tja, wenn du einfach meinen unglaublichen Skill. Das war ein Slinger-Kill. Das war die Armbrust. Das sehe ich nur auf meinem Bild gerade nicht. Also, es sieht aber aus, wie er einfach in der Luft einschläft. Nice. Ich habe übrigens kein Rubin bekommen. Ich müsste das nochmal machen. Ja, doch, da im Dunkeln sollte Rohan stehen und den Slingershot machen. Abwehrsperre, yay. Ja, genau, mein Nintendo 6 ist auch zu weit weg. Ich sehe es nicht. Wahrscheinlich unter der 43, ne? Ja, das stimmt, da hat er gerade den Arm, zum Glück den linken oben, und schießt dann schön Slinger-Kill. Das hättest du eigentlich den Schleuderschutz verdient jetzt. Ja. Wäre sehr witzig gewesen. Der wurde aber auch zerlegt. Das ist cool. Und es hat sich so angefühlt, als wenn auch ich was getan hätte. Was? Nein, hör auf. Doch. Ab und zu muss man ja besser werden, ne? Ich meine, viele, viele Leute haben mich schon gefragt, wie kannst du so viel Monster gespielt haben und das so scheiße sein? Das ist einfach nur auf, genau für diesen Genau, für so einen Moment. Apropos, hast du irgendwelche Neuigkeiten für mich, so wie du bist cool, ich bin super? Jawohl. Sehr, sehr viele neue Sachen, dankeschön. Okay, das heißt, wir machen jetzt extra. Du hast jetzt nur Donners Zeug, das heißt, du bist durch? Ich bin soweit du durch. Du brauchst vielleicht noch erhabene Hörner. Nee, die ganze kommt sowieso. Nee, erhabene Hörner brauche ich nicht unbedingt. Wie gesagt, das ist keine Waffe, die ich nicht nutzen werde. Aber, das heißt, wir könnten die Story jetzt weitermachen. Halt entweder Besucher aus einer anderen Welt wäre. Nein, das kann man nur solo machen. Oder kein Erbarmen, keine Kapitulation. Die hat eine Eisschwäche, ich könnte mit Doppelschwertern rangehen. Ah. Was sollte da schief gehen? Ich meine, ich würde dann auch wirklich wegrennen, wenn ich sage, lauf. Es könnte dazu führen, dass ich überlebe. Ja, okay, gut, probieren wir mal. Und Kaltgetränke, wie ich mir gemerkt habe. Weil, aua. Ich meine, ich habe extra eine Rüstung angezogen, die einfach non-existent ist. Nicht wegen sexuellen Reizen. Gut, ich will es im Torst heiß machen. Okay, gut. Noch heißer und eine Kollaps durch Hitze. Herzinfarkt. Aber viel wichtiger ist, ich habe eine automatische Kühlung. Nennt sich Schweiß. Sollst du mal ausprobieren. Ich glaube, das schaffe ich. Oft genug. Ja, schön. Blitzkampf sind, ich hab zu wenig von den ganzen Dingern. Da, Eis hier bleiben. Okay, ich habe da gerade meine Eiswaffe upgraded. Ich werde sterben. Weißt meine Wasserwaffe. Weißt du wieso? Ich habe gerade das Fernglas abgelegt. Wie kann ich nur ohne Fernglas kämpfen? Seit Ultra Hardcore gewinne ich nur, wenn ich ein Fernglas dabei habe. Gut, was daran liegt, dass ich immer eins dabei habe. Ich verliere auch mit Fernglas. Aber! Die Statistik sagt, dass ich häufiger mit Fernglas gewinne als verliere. Okay, ist die Wasserklebe definitiv besser. Nice. Ich muss random Zeug anbauen, das ist so nicht gut. Ich meine, ich kriege jetzt eh keinen Schaden mehr, das heißt, ich kann auch tatsächlich ein bisschen was für random Zeug ausgeben. So wie. Alles Wichtige. Also erstmal, ihr kommt. Ein bisschen Wasser-Eis als Kombination. Dann habe ich auch noch Gift und auch noch Erschöpfung. Also was war das? Ermüdung mit dabei. Achso, wegen dem Pinsekt. Okay. Genau. Kombination. Synergy-Effekt. Ja. Und wieso? Weil mehr! Exakt. Ich glaube, über 100 Matagora. 98 Matagora-Pilz, das reicht. Dann wäre noch sowas wie ein Lehmpilz wesentlich wichtiger. Nitro-Pilz habe ich die. 80 reicht. 8 mehr wären toll. Giftpilz wäre das Einzige, sinnvoll. Was wir irgendwann noch machen können, sind halt Udogaronchen. Weil da ich immer noch diese schöne Schmuck von brauche. Ja, okay, sehe ich ein. Jo, und Düngen ist gerade auch super, das heißt, eigentlich sind die Bitterkäfer wesentlich wichtiger. Da, hier, Honigernte hoch mit... Ich hier sollte ich aber Dämonenmittel mitnehmen, schätze ich, oder? Ja, Damage ist hier besser als Schaden. Vorsicht, die Quest ist echt hart, Essen für Element hoch hilft sehr. Okay, ich würde sagen, wir hören mal auf ihn. Was hat er gesagt? Essen für Elemento! Was hat er Element!
Und ich muss auch Waffe wechseln, weil, ne, voll schlau und so. Hab ich die eigentlich schon auf Maximum? Ich hoffe. Also erstmal essen, bevor ich das vergesse, bevor ich komplett ohne Nahrung da reingehe. Das müsste doch irgendwie Elementwiderstand. 50, 50, 20, das ist doch mal schön, das nehmen wir. Selbst mein Panico, der nicht mitkämpft, hat mehr Leben. Arzt! Lasst mich, Arzt, ich bin durch! Sehr gut! Das passt übrigens zur Quest. Wir werden hardcore durch sein, danach ist sei denn Rohan rollt. Und selbst wenn er rock'n'rollt, sind wir immer noch hart dran. In der Hitze des Gefechts gegen die beiden könnten wir ziemlich schnell dahin schmelzen. Die machen uns Feuer unterm Hintern. Ich kann keinen Extrakt mehr, ich kann kein Panzermittel. Das ist ungünstig. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Das ist einfach nichts zu tun. Ich glaube, ich habe noch 7 Stück. Ich habe noch normale Panzerhaut. Ich brauche auch noch Panzerhäute. Oh, verdammt. Erstmal Maxi-Tränke. Stimmt. Fangen wir hart und wichtig an. Uralte Tränke. Einmal kombinieren, damit ich es habe. Nicht mit dem habe ich nicht genügend Platz. Wobei ich sollte mir dafür Platz machen. Ich kann das nicht kombinieren. Mir fehlen Beschleuniger. Ja, die kannst du auch bauen. Ne, kann ich nicht bauen, weil mir das Zeug dafür fehlt. Können wir das tauschen? Das sollten wir tauschen können. Okay, dann gebe ich dir jetzt 50 Beschleuniger und eine. Während das ist Extrakt. Genau. Ich gebe dir auch mal ungefähr dieselbe Anzahl von. Laut Mathematik ist das dasselbe. So, und dann, ich habe noch nie was hier mir gegeben, ich habe es immer nur erhalten bekommen. Ich glaube, wir müssen hochgehen. Also müssen wir kurz eine Bombe cosplayen. Wait. Oder ich kann das hier nicht geben. Warte, was für ein Seltenheit hat das? Das hat Seltenheit 4. Ja, das Extrakt geht nicht. Sorry. Okay. Ich habe mein Bestes gegeben. Habt ihr schon den Feuer? Der Feuermantel. Gute Idee. Aber ich denke, Lebenskraftmantel könnte besser sein, oder? Dann kommt die Frage an dich, also Rohan, Tommy, life is not what it seems. Lebenskraftmantel oder Feuerwiderstandsmantel? Ich kann nicht in die Versammlungsstätte rein, solange ich nicht. Ja, nee, du müsstest handeln können. Wenn das eine Seltenheit 3 hat, müsstest du handeln können. Bei mir war es was ausgraut, weil Seltenheit 4 hat. Wie kann ich handeln jetzt? Du gehst auf Objekte, gehst auf das Objekt und machst geben. Dann kannst du es mir hart geben. Alter. Genau, dann muss ich hier empfangene Objekte machen und dann empfange ich das. Okay. Dankeschön. Ja, gönn dir. Das kriege ich nicht nur von meinen Zuschauern, sondern auch von meinen Freunden Sachen geschenkt. Life is good. Okay, Panzerhaut wäre trotzdem sehr, sehr sinnvoll. Nehmen wir da mal ein bisschen mehr mit. Und kann ich da auch ein bisschen Mega-Zeug von machen? Ich habe noch nie Mega-Panzerhaut kombiniert. Was? Okay, brauch dich nicht, weil ich so selten sterbe. Dankeschön. Hören. So, dann brauchen wir das, glaube ich, nicht. Dann können wir auch rollen und das mit dazu nehmen. Ich kann einfach mir Mega-Panzer doch hier zusammencraften, oder? Wenn du nähernder Extrakt hast, ja. Also da. Ja, stimmt, da kannst du auch Mega-Panzer machen. Stimmt. Kannst zusammenschmelzen. Okay, ja, dann. Ich habe Monsterknochen, plus habe ich mehr als genug. Feuermantel ist besser. Alles klar, nehmen wir Feuermantel. Auch du Feuermantel, die sollst du auch haben, wenn ich habe. Wir können zwei Mäntel inzwischen mitnehmen, jawoll! Damit es nicht so kalt wird gegen die beiden. Ah. Logischerweise. Der Feuermantel funktioniert genauso wie der andere? Du ziehst ihn an, du kriegst weniger Feuerschaden. Okay. Also, aber der geht genauso weg nach einer Weile? Genau, und wenn er weg ist, dann kannst du eine Weile nicht anziehen. Ich weiß nicht, ob du dann komplett eine Weile lang nichts anziehen kannst und der dann erstmal weggehen muss, wo du was Neues anziehen kannst. Oder ob du einfach auf deinen kaputten Mantel was drüber ziehen kannst. Das war ziemlich viele kannst. Kannst du mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Okay. Okay. Hier nimm ein bisschen Rotfleisch. Viel Spaß damit. Feuerschutzmantel. Okay, gut. Soll ich mal ein bisschen von meinem Rotfleisch geben? Egal. So brät es in ihrem Ofen. Okay, so, ich habe schon ein paar Mal Pugi-Pugi-Schwänze und sowas gegeben. Okay, dann habe ich alles. Auf geht's. Andreas ist durch. Ich hab's geschafft. Ich habe heute durch angefangen. Das wurde einfach nicht besser. Ich hab's übrigens starten. Es ist meine Quest. Das habe ich natürlich gewusst. Oh. Mal wieder. Hatten wir die Quest eigentlich beim letzten Mal geschafft? Nee, wir hatten Lunas Traum letztes Mal gemacht, dann das freigeschaltet und gesagt, reicht erstmal. Genau. Okay. Yay! Aber wir haben uns jetzt den Verein gespielt. Ich meine, alles, was wir bisher hatten, wurde zusammengeschlagen. Sogar die Ablossen. Ah, oh, ich.
Ey, hier gibt's doch Fusiumerz. Gibt's Fusiumerz? Heimat der Ältesten, hätte ich nicht sagen sollen. Das ist Heimat der Ältesten. Ich dachte, das wäre jetzt wieder auf der Arena. In der Arena. Weil die ganzen anderen vorläufigen Quests davon halt in der Arena eine waren. Eine war da. Okay. Das war Lunastra, weil sie da geschlafen hat. Aber da haben wir sie ja vertrieben. Ja, also. Deswegen wäre es halt komisch, wenn es da wieder wäre. Egal, erstmal alles schlucken, was wir schlucken können. Ich glaube, Panzerhaut wäre besser als Mega-Panzerhaut gewesen. Egal, schlucken wir. Warum? Ich glaube, das macht mehr. Also ich kann nochmal probieren. Bei früheren Spielen hat es den Effekt überschrieben. Hier sollte es, so, warte. Kann ich jetzt noch den Murmeltel nehmen? Ne, okay. Gut, das ist additiv. Sehr schön. So sieht es zumindest aus. Nee, ist es nicht. Du kannst nicht beides nehmen. Das heißt, das Mega-Ding reicht. Weißt du eigentlich, wo du lang musst? Nö. Weil ich weiß es auch nicht. Cool. Aber es müsste eigentlich so Lava sein. Also hier ungefähr sieht ganz gut aus. Yay, Affinitätsschlittern. Jetzt kann ich hart ihn reinschlittern. Wo ist mein Kaltgetränk? Ich muss unbedingt meine Torte ein bisschen personalisieren. So eine schöne 25 draufschreiben. In ein paar Monaten ist es ja soweit. Oder passt das schon? Mach ich Idiotenkuchen, kann ich eher am besten. Also er ist nicht hier. Und ich glaube, die Kurve ist so hart. Oh, whoops. Jawohl, also kann ich sogar Lanze benutzen. Es hat Schleudermunition hinterlassen. Was? Wo ist es? Noch ein bisschen nach. Oh, fuck this shit, I'm out. Na, ich bin nicht hier. Ich guck sie einfach nicht an. La 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 la, das ist alles easy, das ist alles super. Okay, sie hat mich nur verfolgt. Alles gut, ich habe sie hergebracht. Guck mal, ich habe was Wildes mitgebracht. Oh nein, sie ist zurückgeblieben, sehr gut. Wusste ich. Es ist zurückgeblieben. Sehr gut. Oh mein Gott, nice. Die blaue sollte man nicht mitnehmen, oder? Was? Die blaue nicht mit. Wie die blaue? Nee, Lunas, was sollst du nicht mitnehmen? Auf keinen Fall! Lass das! Okay, ich hab sie mitgenommen. Aber woanders. Was? Oh, okay, das ist gut. Renn einfach, bis ich nicht mehr verfolgt. Das ist wahrscheinlich eine Option. Ist das? Okay. Dann kann ich erstmal ein bisschen stehen bleiben. Ja, ich schieß mir doch nicht auch noch in den Rücken! Entu Brutus! Oder Rohan in dem Fall. Entu Rohan! Ich soll mich kurz heilen. Ein bisschen hier. Oder auf maximal Leben bleiben. Ja, mach dein. Und er macht sein Ding. I'm okay with that. Actually, hey, absolutely okay. Da. Sehr gut. Perfekt passend, würde ich mal meinen. TPP. Perfekt passende Parade. Parry. Bubbelpot. Keine Ahnung. Mach das. Okay. Sehr schön. Ich bin zurückgesteuert. Ich kann jetzt das Gegner da rauszusteuern. Aber ihr macht das schon. Ich weiß auch gar nicht, ob wir Sachen von ihm brauchen. Deswegen einfach nur zusammenschlagen. Das ist das Wichtigste, dass die beiden nicht zusammen in einem Gebiet sind. Deswegen muss der einfach so schnell wie es geht sterben. Der sollte auch, glaube ich, in dem Spiel weniger Leben haben oder zumindest von dem Angriffen leicht zusammenzuschlagen sein. Soll es bald vorkommen, dass man einmal immer geschlagen ist. Warte, ich schlage nochmal ein paar Mal. So. Okay, dann getroffen, glaube ich. Alter! Vielleicht bin ich drauf. Sehr gut, sage ich doch. Dann werde ich in der Zeit mal ganz kurz. Ich hätte Drache mitnehmen sollen, meine ältesten Siege. Das wäre eine Option gewesen. Was hast du jetzt? Das ist einfach nur Wassereis. Ja, ist halt okay. Ich weiß jetzt nicht, wo du unbedingt an deinen Waffen decken willst, aber mach halt. Wassereis. Exakt. Oh mein Gott! What did I just fucking say? How about the bow? Nee, wir bleiben hier. Ich meine, die werden wahrscheinlich alles schon auseinandergehen und die Schwierigkeit bei der Quest ist halt, dass sie zusammen sind. Ah, nicer Wandschlag. Sehr gut, sind Rohan. Beide umgefallen. Ja, Rohan hat das eine gemacht wie den anderen. Okay. Wenn du auf den Kopf schlägst mit Drachen, ist es immer umfallen. Das ist ja, wenn du Schaden reinbringst. Du solltest. Deswegen ist Kopfschlagen halt das Beste bei denen, aber dann machen wir uns halt mehr Schaden, weil du halt vorher motherfucking Kopf bist. Okay, darf ich los? Jawoll! Sehr gut, Rohan. Läuft mit dir. Okay, ich versuche einfach irgendwie Damage reinzudrücken. Ich meine, ich stehe einmal hier, ein bisschen Gift kann ich schaden. Vielleicht sogar ein bisschen auf beide. Wenn ich einmal hier mitstehe, da ich mache mehr Schaden bei der Lunastra. Das ist ja. Nee, getötet. Ja, getötet. Hat auch gut. Ja, genau. Das müssen wir dazu sagen. Ja. Warum hat es gerade gedeckt? I got a bad feeling about it. Ja, das Spiel schon vorher weiß, wann ich sterben werde. Das muss ja nun echt nicht sein. Aber ich denke einfach, through the fire and flames! Noch ein, zwei Mal schlagen und sonst oben sein können. Ich helfe nur mal ein bisschen.
Nein, mach das nicht! Weil die Lunastrahl direkt daneben steht! Ich hab hier auch keine Lunastrahl. Und deswegen wollte ich die Jagd ohne dich machen. Was? Was? Okay, gut, jetzt machen wir mal ein bisschen. Egal, es lief sehr, sehr gut. Der Anfang war super. Jetzt soll nur gegen Lunas dran nicht zu viel sterben. Ich nehme mal ganz kurz ein bisschen von ihr den Fußspuren mit. Ein bisschen was vom Fell, was wir hier so ausgerissen haben währenddessen. Hey, Untersuchungen dafür hinzugefügt. Cool. So, ein bisschen Lunas dran Material. Jetzt ist sie erlaubt zu looten. Nicht vergessen, wenn du Mantel hast, jetzt ausziehen. Okay. Weil du in der Zeit des Lootens, logischerweise den Mantel nicht brauchst, schon mal anfangen kannst zu rechargen. Achso, das geht. Ja, genau. Also kann er auch anteilig wieder rechargen. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie auf ein Drittel Haltbarkeit ist, kann er auch wieder langsam hochchargen. Das ist wieder meistens. Glaube ich zumindest. Letzten Endes, selbst wenn er komplett leer geht, ist er halt wieder schneller wieder einsatzbereit. Und das Laufen ist halt ansonsten verschwendete Zeit. Also so oder so, egal wie gut es ist besser. Schnell die Kurve kriegen. Danke. Ich hab die Kurve gerade noch so bekommen. Easy! Und das meine ich nämlich. Jetzt im Mittelkämpfer wäre das dein Ritt gewesen. Aber nein, alles muss. Stopp, stopp, halt! Halt! Ganz ruhig, du willst. Also, dein Mann ist tot. Vertrau mir, du willst das. Du brauchst das! Ich glaube, sie sagt nein. Kannst du mal kurz romantische Musik einspielen? I said the. I've got a wham! Bam! Shame a lamb and a sha la 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 fing! Sie ist unten. Looking at you! Dieser darf nicht singen. Weiter geht's! Auch jetzt, fucking hell, falsche Seite. Egal, schlag einfach zu, Rohan, ignoriere mich, ich versuche wegzuhoppen. Und so ein bisschen Verbindung zu treffen. Jawoll, sehr, sehr schön. Das ist ein Schrei, hab ich nicht bekommen, schade, schade, schade. Sie ist übrigens wütend. Wenn du irgendwo einen Mantel hast, jetzt anziehen. Oder warte, ich habe was besseres als Mantel. Okay, du hast dann gerade einen Schaden gemacht. Ja, what the fuck? Ich glaube, weggehen ist eine bessere Option. Danke für die Heilung, Rohan. Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, noch Lebensprobe für euch. Wenn ich nicht einfach dumm den Trank trinken würde. Wobei, es passt eigentlich gerade, oder? Da ist jetzt vor. Okay, ich bleib mal drauf für die nächsten Male. Das hat schon nicht funktioniert. Normalerweise bin ich mit dem Display hier immer gestorben. Immer. Okay. Weil du halt erst getroffen wirst und nach oben geworfen wirst die ganze Zeit, wenn du nah dran stehst und danach halt plötzlich nicht umkommen. Warum ist gerade der Boden oder mir kaputt gegangen? Der Boden ist Lava! Der Boden ist Lava! Das ist zu realistisch genommen. Das muss jetzt echt nicht sein. Und Rohan halt ist, glaube ich, die ganze Zeit gegen. Okay, das hat funktioniert. Bin ich sehr, sehr froh drüber. Shit, sie ist noch nicht bereit, wieder geritten zu werden. Die was? Zeit war zu kurz, seit ihr Mann gestorben ist. Na, wieso? Ich konnte doch rein. Ich glaube, du warst nur zu kurz. Nevermind, hat bei mir auch nicht funktioniert. Okay, erstmal soll ich aus der Lava raus, glaube ich. Oder auch nicht, weil ich noch ein bisschen schreien will da drüben. Von mir aus. Ah, danke! Oh mein Gott, sie wollte gerade mal auf mich drauf springen. siehst du? Ich muss mal ganz kurz wetzen für die nächsten Aktionen, die da passieren. Da ist gerade Wind, ist, wenn wir sie in die Wand reinhauen können. Ach, oder wir machen es halt so. Geronimo! Da war leider kein Doppelabwehr Schiffer. Sehr, sehr gut. Ja. Stech mal rein. Sehr gut. 69 Damage. You know what's going on here. Easy. So. Ich hab leider. Keine Schüsse, egal, dann müssen wir auch mal so draufhauen. Kopf verwundet, machst jetzt mehr Schaden, wenn es geht auf den Kopf schlagen. Achtung, gefährlich, weil, wie gesagt, wir machen den Kopf. Ansonsten ist es eigentlich meins, ich bin Tank. Hey, Mastra, ich bin der Tank! Du kriegst mich nicht tot! Try it, bitch! Dachte ich mir. You tried it, you didn't succeed. Ich will gar nicht auf dem Boden stehen. Es ist zu viel Lava. Lava doch nicht so viel. Für mein schöner Name für den Part. Lava doch nicht so viel. Ein Lava-Jude. Einfach nur ein Lava-Jude. Nee, da würde dann, also ja, aber da würde halt Disney wieder GEMA-Rechte sagen und so. Also. Muss ja jetzt wieder nicht sein. Übrigens, ich glaube, die humpelt gerade weg. Ich sollte mal so aus dem Panzersamen nehmen, ne? Quatsch.
Also die Monster sind echt einfach geworden. Deswegen, je länger ich kein Monster Hunter spiele, desto besser werde ich. Das ist tatsächlich so. Das wurde von meinen Zuschauern schon mehrfach bemerkt. Und schon, zur Seite, zur Seite. Ich finde es schön, wie du einfach reinrennst und wir beide einfach zum Förderplatz abbiegen. Und zwar gegenüberliegende Seite. Nicht. Toll. Dann lasst mich das halt alleine machen, ne? Von mir aus. Ich habe da volles Vertrauen. Du hast ja gerade gesagt, dass du das ohne Probleme jetzt alleine hier schaffst. Ja, natürlich. Also, sowas von. Ich habe da nämlich was ganz, ganz Tolles mitgebracht. Hey, Rohan, ich lasse dir die Ehre, weil du machst halt mehr Schaden. Und ich treffe wahrscheinlich wieder Lunastra anstatt irgendwas im Gold. Nicht das Kinsekt hinschießen! Ne, hatte ich ja nicht vor, ich hab's getan. Ja, ja, ja. Ey, wieso steckst du die Waffe weg? Das muss doch jetzt echt nicht sein. Ja, es sah cool aus, als ob dabei gestorben wäre, aber so ist das Bullshit. Muss ich dir leider mal so sagen. Ich finde es auch toll, dass du hier drei Stichwaffen haben, Schneidwaffen. Puh, das hatte ich mir gut gewesen. Und bei keinem der beiden den Schwanz abgeschnitten haben. Passiert. Du bist mit Weisheit und Technik ohne Gleichen gesegnet. Du meinst mit Rohan. Ich bin mit Rohan gesegnet. Weil der Vorteil ist, wenn man mit Rohan kämpft, der denkt, man macht selber noch was. Michael stimmt da. Ja, apropos Gieße Michael, 3, 2, 1. Tot. Moinsen, willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Wir haben gerade natürlich nicht schlecht von dir geredet. Das würden wir niemals tun. Bitte, bitte schlag uns nicht. Nicht schon wieder. Was? Einmal reicht. Vortag. Hier ist übrigens auch noch eine Abbaustelle. Sollst du sie mit seinem... Ich hab dich, während ihr da Bomben vorbereitet habt. Ich wollte gerade sagen, solltest du sie zufällig mit deinem Loot-Sensor nicht wahrgenommen haben, aber ich habe dich mal wieder unterschätzt. Es tut mir himmlischst leid. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass ich am Anfang... Michael, holt die Peitsche. Kein einziges Mal die ganzen Loot-Stellen gesehen habe und jetzt nur noch die Loot-Stellen sehe. Ja, du hast mich einfach... Was? Du hast dich drauf eingeschossen. Exakt. Das ist Tunnelblick. Ja. Weil der Blick im Tunnel am besten ist, weil da gibt's Loot. Ja, ne, Zeug. Da ich noch keine Waffe gesehen habe, die ich brauche, ist es halt... Zeug, seid da. Okay. Money. Blinkotool 24, er hat so viel getan heute. Leidensmeister. I did some things. Das Problem ist, ich habe sie geritten, bin dafür jetzt Leidensmeister geworden. Ich glaube, es war nicht gut. Das war echt nicht gut. Ah. Schönes Zitat von ihr. So, also... auf zur nächsten blauen Quest. Das sollte jetzt die 3 sein, theoretisch. Hi. Wunderbar. Der Gilde, sowohl über den Theostra als auch über den Lunastra berichten zu können, ist ein großartiger Erfolg für die Fortschrittskommission. Deine meisterhafte Technik verdient eine besondere Belohnung. Aber was könnte ich dir zuteil werden lassen? Mein Dank. Meinen Dank, natürlich. Ich weiß, erlaub mir dir dieses Spezialwerkzeug, Zwinker, zu überreichen, das der Analytiknut hervorgezaubert hat. Er sagte, dass er meine Bewegungen im Kampf beobachtet und dann diese Erfindung gemacht hat. Oh, wir haben den Ausweichmantel. Nice. Ja. Er hat sie mir in der Hoffnung gegeben, dass ich sie ausprobieren würde. Aber als Alteingesessener bin ich nicht gut mit neuer Technologie. The future is now, old man. Ich glaube aber, dass du vertraut mit der Art... mit der neuen Welt ist, zu jagen, tun, es vorausnutzen können wirst. Geh schon. Du bist der wahre Saphirstern der Forschungskommission. Ich bete, dass du uns künftig den Weg erhellen wirst. Ja, ich bin nicht die hellste Leuchte am Horizont, aber was soll's? Ich gebe mein Bestes. Berichte dem Meister der Jagd, das habe ich getan. Sollte jetzt nicht eine neue Quest kommen? Ich glaube, wir brauchen einen höheren Jägerrang dafür. Das ergibt Sinn. Das heißt, ne, die ganze Farm. Ich brauche immer noch das Juwel. Yay. Das lief diesmal ganz gut. Normal arbeiten die Monster in der Quest gut zusammen. Ja, hier nicht. Ich glaube, Monster Hunter mag mein Antivirus wieder nicht. Ach ja, Hans, hast du das Weihwasser? Ja, ich hatte jetzt Weihwasser mit, also. Ich auch, Kaltgetränke. Mhm. Ist also alles dabei, alles easy. Mann. Das Schöne ist, dass kaum jemand Dark schon gesehen hat oder sehen wird. Das heißt, das wird zum Insider. Aber by the way, sind nicht eh während Quarantäne alle Jokes Insider-Jokes? Ich habe mich gefragt, wie lange du brauchen würdest, um das auch nochmal im Stream zu bringen. Ich brauchte da eine gewisse Vorbereitungszeit, eine gewisse Einleitung, die hatte ich gerade. Das hält ja nicht so gut gesessen wie jetzt, so wie wir in Quarantäne. BÄM!
wollte das Sperrfeuer einfach da. Guter Stream, guter Stream. Just oof. Ja, apropos guter Stream, auf zum Gigant. Ich habe gehört, der gute liebe Rohan hat da nochmal eine Quest für 3 Mann, 4 Mann mit sehr, sehr viel Silber und Gold, habe ich jetzt gewollt. Bronze, Silber und Gold. Also ganz ehrlich, diese Insider-Jokes gehen viral. Jo, Gixi macht mit. Sehr schön. Ja, dann nehme ich halt dieselbe Waffe nochmal, ne? Weil. Und demnächst müssen wir echt eine Quest machen, wo es halt Eiswaffe ganz gut werden. Was macht ihr eigentlich? Ach ja, wir könnten doch irgendwann mit Meisterrang anfangen. Oh! aber erstmal eine Gigante. Ich brauche das Zeug noch. Stehe. Das ergibt Sinn. Ja, aber die Quest ist noch nicht bekannt gemacht worden. Ich kann nur mal schauen, ich habe ja vorhin eine Untersuchung bekommen. Oh. Boah, das eine Quest? Never mind. Okay, ich war nur mal wieder, ich kam mal wieder zu früh. Goddammit, jedes einzelne Mal. Wow, wir haben eine Tagesquest mal gemacht. Das ist die erste Tagesquest, die wir wirklich geschafft haben. Nice, das müssen wir noch machen. Korallenhochland. Schließt so eine Quest an dem vorgegebenen Ort ab. Okay, können wir noch mitmachen. 2 Event-Quests. Wobei, die 2 vielleicht auch ganz cool momentan. Und Rest können wir nicht. Gut. Schade. Dann würde ich direkt mal schauen, was man bei der Admin-Yom-Yom-Yom noch so machen kann. Exakt. Und der Gigante. Für einmal ohnmächtig werden, 1 Gold immerhin. Das kann ich ja mal ganz gut mit annehmen. Und man kann übrigens auch die gedünsteten Monster daran erkennen, dass die Belohnung lila ist. Ah, okay. Schau ich doch direkt mal. Stimmt, wir haben immer noch das gedünstete Rattalos. Gedünstete Rattalos, genau. Und ich kann jetzt die Lunze immerhin machen, das ist aber auch der Viverianer-Druck. Dann wird das Kulvetarov goldener Klimmstein. Cool. Ist noch hinzugefügt worden. Höchstwahrscheinlich, weil es halt jetzt rausgekommen ist. Das könnte ein Synergieeffekt sein, der Grund dafür, dass es da ist. Spontan drüber nachgedacht. Da, Blütenfeuerwerk. Das waren die Tickets. Wofür brauche ich die Floor-Tickets? Für eine Rüstung? Ich habe damit nie aufgehört. Einfach eine Eventquest im Korallenhochland machen und irgendeine Eventquest, genau. Man kann die Gehärteten auch daran erkennen, dass die Quest am Ende mehr Money gibt. Gut. Gestern bei der Tagesquest gab es einen Goldwürfel am Brett. Okay, das gibt's nicht immer. Was mache ich jetzt mit den Flor-Sachen? Fluoreszieren? Oder gibt es irgendwas Besonderes? Ey, du hast einen Gourmet-Gutschein verwendet. Jo. Du wolltest nur meinen Maul stopfen, damit ich aufhöre zu labern, oder? Maybe. Perhaps. Ich sollte noch schauen, was durchaus sinnvoll wäre, wann wir das Lager selber freischalten können. Weil ich meine, wir gehen jetzt immer auf Rohans Kosten. Ich gehe jetzt auf Rohans Kosten immer das Lager rein. Wäre vielleicht mal sinnvoll, das selbst zu machen. Mehr Stauraum für dich! Ach stimmt, ich wollte immer noch da Oras Endtorn machen. Nice, können wir machen. Stimmt, Oras Endtorn. Und ich muss auch weiter Sarg machen. Also. Kaiserin! Kaiserin Yusyachan! Tschan! Okay, ich brauche übrigens auch den Dodogma-Lederhaut. Für das Lager, du also auch. Okay. Und Polomo Pelz Plus, das ist Korallenhochland, was wir machen können. Banos gerade, okay, Radoban Rückenpanzer, brauche ich nicht bekommen, weil wir noch keinen Heimann Radoban gemacht haben. Okay. Okay. Dann kann ich eine Explosionskleber haben. Nice! Nehme ich noch meinen Explosionsbogen oder Großschwert oder irgendwas, was Bumm macht und dann habe ich Synergieeffekte mit dir. Also ich bräuchte dann bloß Lunastra-Edelstein. Ist ja ganz entspannt. Flortiges kann man nutzen für Talismane und für neue Deko-Russi. Man entdeckt dich nicht, heute gibt's nur die Festtickets. Ja, okay, gut. Wie festvoll. Es hat Hand und Fest. Egal, lass mal das. Ich glaube, du verrennst dich da. Oder verpest dich da. Das ist ein bisschen. Denke ich auch. Ich bin aber nicht fest überzeugt. Exakt. Ja, gut, das Monster ist beim letzten Mal einfach gestorben. Also lassen wir es nochmal sterben. Mhm. Und hoffen auf das Beste. Ja, also auch bei dir, Zikuration letztendlich einschmelzt. Aber es ist jetzt unwichtig. Das Vieh wird auch so sterben. Wir gucken es an und es denkt sich: Ich habe Geschichten von euch gehört. Er hat es nicht. Hat keine einzige Geschichte von uns gehört, weil alle, die eine Geschichte hätten erzählen können, tot sind. Uff. Easy. Aber sie sehen, es sieht einfach nur, dass seine Frau, seine Kinder, sein Vater, seine Mutter, seine Großeltern alle in unsere Rüstung stecken. Also, ist es, glaube ich, schon okay.
Kriegt sie mich ja, ich muss gerade Monster Hunter World neu runterladen, weil es nicht funktioniert. Mm. 60 GB. Uff. Also mit DLCs. Denke ich. Gut, wir haben noch ungefähr 30 Minuten, bis du dabei sein könntest. Viel Spaß. Your time is running out. Ich hab mich immerhin mal nicht verlaufen. Hey, du bist doch schneller da, weil du abgestürzt bist. Du hast dich verflogen, effektiv. Wenn man es so bezeichnen würde. Wenn du willst, ja. Okay, dann komm, rutsch mir den Buckel runter. War das hat sich aktiviert. Schade. Okay. Der hat aber auch direkt Freude an dir gefunden, ne? Direkt. Schön. Ich reite ihn schon mal ein. Ich versuch's zumindest. Solltest du mit dem ersten Schlag draufkommen? Vielleicht zweiter? Au. Nicht so. Ja, du musst gerade nicht. Das wird angeschwänzelt. Ja, geschwänzelt. Jetzt reicht aber auch. Ich glaube, er hat doch mitbekommen, dass du all deine Freunde umgebracht hast. Das ist ein bisschen hoch, ne? Ja, das war nicht. Egal. Nein, ich kann nicht. Ja, genau. Ich habe halt eins, vielleicht zweimal. Ich dachte halt, das eine war vielleicht etwas knapp. Das war das einzige Problem. Stopp! Ich sehe da was Schönes auf dem Boden. Erstmal Loot holen. Was? Loot? Loot? Nee, es war nur dieses Schleuderding. Also, nicht Loot, Loot. Du brauchst jetzt nicht runter zu springen. Hi. Jetzt an die Tür schlittern. Jawohl. Warte, warte. Dreh dich. Immer noch den Edelstein, ne? Ja. Das heißt Schwanz und oder Kopf. Wobei ich wirklich nicht weiß, wie es nur Kopf ist. Schwanz finde ich wahrscheinlicher. Dummer Angriff immer noch, den ich hier mache. Machen wir nochmal. Okay, dann ich hätte mal ein bisschen drauf zu kommen, weil ich meine, es ist halt immer noch Stun für alle. Daher. Haha, Bitch! Gotcha! So, jetzt machen wir auf dem Arm mehr Schaden. Hey, that's what I wanted to do, I guess. Tatsächlich, Lanze ist halt auch einfach, wenn man einmal unter Monster ist, so unglaublich beweglich. Kommst du, geh da hoch. So dreh ich echt nicht mehr um. Egal. Einfach reinrennen, muss auch nicht umdrehen. Jap, 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 jap. Wunderschön. Wobei ich das schon so unten mache, glaube ich. Ich muss mal. Oh mein Gott! Das darfst du nicht laut sagen, wenn er dabei ist. Ich dachte, das weißt du inzwischen. Aber irgendwie hat er mich nicht gefunden. Er ist auf dich gesprungen. Er hat dann darauf gehört, aber erstmal war sein. Ey! Ey, okay, du bist cool. Hey, hey, listen! Listen, hey! Weiß, Marvel setzt das nicht durch, aber auch bei mir gerade. Oh, ist eigentlich ganz gut. Von mir aus das. Nicht fett. Bei mir hat das hart. Hart. Denied. Aha! So benutzt man die Lanze. Schade, das hat nicht funktioniert. Das hier? Jawoll! Das funktioniert! Nicer, nicer. Du hast sie gerade gut weggehauen. Der ist leider dazwischen, kann ich in die Wand schleudern. So. Und dann tot. 93. Sehr schön. Würde das eigentlich so ordentlich. Ja, ich weiß, dass das weh hat in den Ohren. Ich muss das jetzt nicht eine halbe Stunde lang so dumm dastehen lassen. Junge, ganz ruhig. Jo. Sehr schön. Okay. Okay. Das ist nicht so schlimm. Ja, rumpelt. Okay. Hinterher! Ich liebe die Lanze dafür. Ich glaube schon, wie Rohan endlich dran ist. Mhm. Er ist halt einfach mitgegangen. Und das heißt, du meinst, er ist fast haltbar? Na, hab ich nochmal zugeschlagen. Sah nicht so aus. Ich hätte mit mehr länger warten nicht genügend Ausdauer gehabt, um wirklich sinnvoll ihn einzureiten. Weil du das konnte ich auch mit relativ wenig machen. Egal. Bomben sind immer noch für Speicheier. Jetzt schreibe ich doch nicht aus der Luft. Ich mal ganz ehrlich. Das muss doch nicht. Ach ja, der macht immer noch die Wand ein. Das vergesse ich jedes Mal. Achso, wenigstens ist sie auf mir. Ja, genau. Definitiv. Es ist nicht etwa, weil es eine feste Animation ist von ihm oder so. Das ist ein Jawohl! Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn das passiert, muss ich gleich hier hinterrennen. Ja, es ist. Ich kann nichts dafür. Es ist steht einfach so fest. Weil du das Loot siehst. Wenn das Loot ruft, dann folgt der Andreas. Ich sag. Oh Mann, ich will da nicht abblocken. Nur ein bisschen zur Seite gehen. Okay, so. Ich wollte doch nur noch einmal einreiten. Ja, der ist geplatzt. Der ist hart geplatzt. Okay,
250k Leitung. Gut, dann geht es relativ schnell. Er ist bei 90% jetzt schon. Wahrscheinlich jetzt schon durch. Du könntest mit dem ersten drauf oder mit dem zweiten oder mit dem dritten oder gar nicht. Okay, irgendein Mod geht nicht. Uff. Uff. Deswegen macht es so viel Schaden. Der spielt mit Mods. Er hat sich einfach nur den mehr Damage Buff gemoddet. Gibt es wirklich eine Mod, die einfach nur stumpf? Nehme stark an, nein. Das wäre für ein Online-Spiel relativ Bullshit. Vor allen Dingen, dann müsste er ja immer der Host sein, damit er mehr Damage macht. Ich glaube, es wird. Keine Ahnung, wird das so berechnet? Wo ist hier eine Abbaustelle? Hier hinten. Okay. Also auch für. Schade, ich habe Erz gebraucht. Achso, warum noch Fusion-Erz? Gut, das wusste ich jetzt nicht, dass das selbst nicht gehört. Ich dachte, das war klar, dass ich am Anfang der Stunde. Also vor einer Stunde 15 gesagt habe, ich brauche Fusion-Erz. Nein, das war nicht klar. Merkst dir einfach nichts. Es war doch eindeutig zusammenhängt. Es tut mir leid, du hast mindestens 20 schlechte Witze dazwischen gemacht, womit ich definitiv abgeschalten habe. Es tut mir sehr leid. Hab wieder keinen bekommen. Wollen wir einfach mal kurz noch einen Lunastra dazwischen machen, damit ich dir zeige, wie man einen Edelstein von was bekommt, was man braucht? Wenn du irgendeine Quest hast mit dir drin, ja, auf geht's. Wir bräuchten halt eine Untersuchung dafür, weil ich glaube, Lunastra gibt es nur zusammen mit Theostra. Achso. Wir könnten natürlich auch die optionale Quest durchschauen, das wäre mal ganz cool. Okay, irgendeine XD, eine Visual Mods. Ah, okay. Everyone is naked. Das kann ich mir leider sehr gut vorstellen. Was ich mir noch mehr vorstellen kann, ist, jede Katze ist naked. Leider. Was? So, das heißt, ich schau mal kurz unsere optionale Quest durch. Wir haben hier, Lunastra. Und nochmal die beiden zusammen. Aber sehr vorsichtig. Fürchterliche Monarchie. Ja, machen wir einfach beide. War ja so easy. Ja gut. Sehr gut. Wenn du es unbedingt drauf bestehst. Das wird man sogar noch schaffen. Ich, je nachdem, wie lange es dauert, ist es vielleicht die letzte Quest, das werden wir dann sehen. Aber erstmal können wir da reingehen. So, mach doch einfach die Events-Quest von Lunastra. Die ist wesentlich leichter. Hust, hust. Okay, gibt's da gerade eine Event-Quest? Komplett. Denkst du? Weil wir können ja mal kurz gucken. Das Hust dann sehr, sehr vertrauenswürdig. Oh mein Gott, hier gibt's Event-Quest? War gar nicht mal so wenig. Okay. Guck mal, es gibt sogar so einen gut gerösteten Lavasiov. Okay. Dann, oh, Kirins auf Low Rank. Interesting. Was gibt es? USI! Lohnende Azu-Sterne! Okay. Oder Rot. Die Event-Quest gab's schon, als ich noch gespielt habe. Ich glaube, die habe ich auch noch gemacht gehabt. Da, leise, tödlich und wild. Look at this. Ich werde irgendwas davon mit Eisschwäche. Er hat's nicht. Das ist Feuer. Nee, das ist Udegaron. Das ist, glaube ich, Donner, Eis. Lunastra hat Eis. Aber ich brauche Lunastra und Udegaron, also. I don't mind. Synergy Effects! Auf geht's. Ich habe überlegt, ob ich irgendeinen Gutschein benutze, aber warum? So schwer ist die Quest nicht, das kann man ein paar Mal machen. Okay, ich soll mich gut vorbereiten. Also, erstmal brauche ich neue Megatränke. Irgendwie habe ich da doch ein paar verbraucht bei den letzten paar Quests. Okay, das habe ich dabei. Das kann ich nicht mehr kombinieren, weil ich keinen Beschleuniger mehr habe. Aber was war das in der Mitte? Udegaron und Lunastra habe ich erkannt. Was war das Antwort? Devilion. Die Gurke, wie sie immer so schön genannt wird. Das Gürkchen. Das saure Gürkchen. Aber die verspeise ich zum Abendbrot. Also gestern. Und in seinem Salat. Na gut, es war ein Salat, aber so fettig, dass im Vergleich dazu Nutella auch ein Salat ist. Ganz ehrlich, sein Salat ist also immer unglaublich lecker, muss man sagen. Aber es ist immer toll, wie er Salat macht. Das geht halt los mit, okay, ein bisschen Kartoffel, war Kartoffelsalat, ein bisschen Schinken, ein bisschen Möhren, ein bisschen Erbsen und dann so, hier ist Mayo. Bis zu dem Punkt war es unglaublich gesund. Es war, hätte ich das komplette Schale von essen können und hätte noch Punkte bei meiner Diät gehabt. Und dann so, Mayo. Okay, ich darf ein Drittel davon essen. Okay, mach halt. Gut, ich würde da sagen, dann nehme ich einfach Wasser und Eis wieder mit. Hier gegen die Kombination ist Wasser alles mindestens okay. Bis gut. Hast du mal nachgeschaut? Oh, auch Eis irgendwo? Ich schaue nochmal ganz kurz, damit ich weiß, was ich nehmen soll. Ansonsten nehme ich Gift, aber ich will nicht schon wieder die Waffen nehmen. Hammer wäre toll, aber verliere ich gegen alles.
Nice. Wortwörtlich. Weil ich damit nicht gut genug spielen kann für irgendwas. Nein, ich kann nicht auf das Spiel nachschauen, was die Monster für Schwächen haben. Ich meine, close, aber no cigar. Also, der Lunaster hat Kixi-Michael-Schwäche. Ja, das hat Kixi-Michael-Schwäche. Das hier hat Rohan-Schwäche, weil es gut eingeritten werden kann. Das bedeutet, wir fangen erstmal unten an. Ich meine, dich habe ich noch nicht. Du müsstest eigentlich sein wie Thyostra oder leicht gedreht. Das heißt, du hast wahrscheinlich Wasser und Eis gedreht, bestimmt. Auf jeden Fall, denke ich auch. Okay, gut. Dann, das, was ich weiß, ist die Gurke. Ah, da ist Eiskacke. Also will ich eh nicht mitkämpfen. Und Odogaron ist Eis nice. Das Eis ist nice. Jawohl, ich kann wieder auf mein Glück hoffen und nicht auf meinen Skill. Jetzt kann ich gewinnen. Auch hier wäre, glaube ich, wahrscheinlich Feuerschutzmantel ganz gut, weil wir hatten jetzt auch natürlich den Lebensrettermantel. Negiert den Schaden von kraftvollen Angriffen durch automatisches Ausweichen. Genau. Okay. Das heißt, du stehst einfach nur da, schlägst rum und wenn du getroffen wirst, bist du automatisch woanders. Das ist ein sehr, sehr cooler Mantel, der ist bei Speedrun häufig mit dabei genutzt, neben dem Rocksteady-Mantel, der dafür führt, egal wie stark Angriff ist, du bleibst einfach stehen. Du kriegst den Schaden, du bleibst aber stehen. Mhm. Was halt dir hilft, dass du einfach durchpowern kannst. Ja. Eis und Donner, exakt, wusste ich. Odo hat Eis, wusste ich. Bevor ich das gelesen habe, zumindest. Code Rot ist für die Dante-Deko-Russie. Genau. Gut, dann, ich frage mich, ob ich Lebensrettermantel nehmen sollte. Ich meine, wenn ich weil es sind noch andere mit dabei, machen wir es so. Und das hier, wer braucht einen Feuerschutzmantel gegen Lunastra, das passt. Kaltgetränke wären vielleicht dezent. Ah, habe ich. Wolltetränke habe ich, Maxi-Tränke habe ich. Ich habe alles, was irgendwie da sinnvoll erscheint. Ich glaube, der Grund, warum ich hier gestorben bin, war vielleicht sogar wirklich der Elementwiderstand. Okay. Das könnte sein. Aber da wir jetzt nicht nur Feuer brauchen, wobei die Gurke ging eigentlich. Die hat gar nicht so viel Schaden gemacht. Ich meine, habe die sogar fast 1v1 gemacht. Oder zumindest lange überlebt, bis Kixi Michael da war. Das bedeutet so, was effektiv 1v1 ist. Exakt. Hi, was sagst du eigentlich? Übertroffen, Fünferin. Seine Weile nicht gut aus, was? Du hattest nicht nur einen Thyostra an der Hacke, sondern auch einen Elegantor, ey, du hast doch schon das Questkick machen kann. Aber du hast allen gezeigt, warum du zur Top-Auswahl gehörst. Gefährdin, mein Team und seine Spezialarena erwiesen dir unsere Ehre. Also, mein Saphir-Stern, was darf sein? Belohnung? Irgendwas Tolles, was du mir schenkst? Aber nein, so ein paar Worte des Lobes, wer braucht denn schon sowas? Ich fühle mich davon doch überhaupt nicht geschmeichelt. Okay, ihr sollt trotzdem essen. Da kam schon wieder irgendwo ein Gutschein, glaube ich, von irgendeinem von euch. Danke dafür. Das war diesmal nicht ich. Aber Elementwiderstand ist eh grundsätzlich gegen alles. Der Mojo hat, glaube ich, auch Element mit seinem Drachending nach links und rechts. Aber da wäre ich einfach nicht getroffen von, dann ist gut. Und dann ist, glaube ich, der andere Schaden wichtiger. Every Hunter's Dream gibt einen den besten Großschwerter vor Iceborne. Ah! Cool, welche Quest ist das? Machen wir die gerade? Ich weiß es nicht. Hat irgendjemand nachgeschaut, wie das Ding heißt? Nee, da ist der Tod tödlich. Genau. Ja, das ist der Name. Traum mir. Da ist der Tod tödlicher. Genau. Ich nehme Dunkbomben mit. Warum? Einfach nur, um sie zu tilten. Ist eigentlich sogar sinnvoll, Dunkbomben mitzunehmen. Nein, weil wir in der Spezialarena sind. Oh. Das ergibt Sinn. Aber ja, da ist es tatsächlich dann einfach sinnvoller. Ich nehme jetzt mal ein paar Blitzbomben mit. Theoretisch sollte das da oben sinnvoll kombiniert sein. Und dann kann ich zumindest ein paar ein bisschen verwirren, was ich da tue. Und das nicht nur. Können wir dann vielleicht noch einen Kekse Michael irgendwie mit dazu bekommen? So, wenn. Die sind nicht alle auf einmal da. Die kommen nacheinander. Ah, okay, gut. Das ist entspannt. Hoffe ich. Es kann sein, dass die Monjo und Odogaron gleichzeitig da sind. Manchmal machen die das so, dass irgendwelche Gruppen von Leuten. Die sollten kommen. Am Anfang, also. Machen wir ein bisschen. Ich versuche mich ja zu beeilen. Das ist nur die Blitzkapseln hier. Ich kann jetzt dafür, dass es nicht automatisch kombiniert. Ja, sehe ich einen noch eine halbe Stunde. Okay, ansonsten gibt es einfach währenddessen schon mal. Es ist wie in der normalen Quest, als wenn du farmen gehen wirst. Lohnt sich halt nur essen. So, auf geht's. Da gehe ich effektiv auch bloß farmen. Genau. Real-Life-Farm. Weil wenn du dann mit dem Juwel wiederkommst, bin ich äußerst überrascht, wie du das geschafft hast. Okay, dann. Ich glaube, ich werde eh noch ein bisschen rumtrollen, ein bisschen mit den Kanonen schießen. Oder zumindest mit den, hast du gerade zwei Erste-Hilfe-Zeichen genommen?
Du weißt, dass wir vier Mann sind. Wir sind mit drei und einer hat überhaupt nichts genommen. Dass wir drei Mann sind? Ja, weil Rohan auch noch nicht losgelaufen ist. Du warst der Erste an der Truhe und hast einfach zwei Dinger genommen. Wie kannst du nur? Das würde ich niemals machen. Ja, das Ding ist jetzt leer. Ich gehe mich ja schon in die Ecke stellen. Sehr gut, das wollte ich hören. So. Oh. Soweit so. Ja, sie sind beide da. Okay. Plan, wir machen zuerst Odogaron, der sollte schneller sterben als Simonjo. Außerdem steht es ja gerade mitten da, wo ich ihn abschießen kann. Hi! Und ich hoffe, dass er nicht allzu schnell mein Gerät hier kaputt macht. Jawohl, das wollte ich doch genauso sehen. Okay, wie spielt man Doppelschwelle gegen einen Odogaron? I don't fucking know. Er hat das Glück, probiert dann sogar der Dämonio da unten, was nochmal sehr, sehr hilfreicher wäre. Oder Rohan geht auf ihn, dann wird er einfach angreifen und wir werden irgendwann sagen, Rohan geht. Okay, dann, let the Breath Battle begin! Schauen wir mal, wer von denen, ob wir schnell ihn hinbekommen oder er Dämonio. Ich kann jetzt schon sagen, ich treffe gerade nicht. Auch seine Explosion habe ich gerade einfach nur irgendwo hingesetzt. Es tut mir leid! How dare you! Dare you! Wow, ich meine, ach, Schaden ist gar nicht zu machen. Für einfach nur Steine loswerfen. Der ist jetzt wütend. Schade. Jetzt wollte ich gerade nicht ranschleudern. Ja, das wäre nett, wenn das machen würde. Ich brauche kurz zwei Sekunden, wo ich in Ruhe bei dem stehen kann. Stream? Schade, ganz echt, mit gegen den zu kämpfen, ist genauso wie mit Future und Super Smash zu spielen. Es ist einfach nur dauerhaft da sein und irgendwie schnell agieren. Ah! Genau das! Genau das meinte ich, da habe ich es bekannt. Okay, gut. Ja, ja, stimmt, guter Schaden. Ich hab vergessen. Da wäre vielleicht irgendwas gegen ganz gut gewesen. Ja! Geht down! Okay. Ja, ich bin schon down! Absolut down! Yep! So, nein, Dämonjo hat mich gesehen! Schild macht das doch nicht! Soll ich kurz jemanden anzuhören? Schade. Mich kurz und verstecken. Egal, ich mach kurz den Kopf ein bisschen. Stollermunitionischer. Das habe ich auch verstanden. Ich bin oben drauf. Sehr gut. Oh mein Gott. Er auch. Er auch. Das meinte er eben. Okay. Was drauf? Oder habe ich reinsprinten? Das ist meins. Okay. Kreis. Dann kann ich hier klopfen. Genau. Hi. Oh mein Freund. So. Da verwundet man direkt. Sehr schön. Dann würde ich den Rest versuchen zu verwunden. Dann. Zack, zack, zack. Dann fehlt der Dämonenmodus. Ah, das vergesse ich mal wieder. Ich kann das Moped noch nicht, weil es so viel auf einmal ist. Aber solange man trotzdem Damage macht, geht das ja. Schade, ich fast außerdem den Dämonen doch. Ja, mach das direkt vor dem Dämonen. Oh mein fucking Gott. Ich bin ein Stück weg. Ich gehe bitte definitiv nicht runter. Das sehe ich ein. Die sind beide wütend. Ja, ich glaube schon. Das ist gerade ein. Okay, da gehe ich weg. Ich gehe ja schon. Ihr macht das. Ich werde es. Ja, das ist der Schild. Ich glaube, der ist einfach nur Essen und Nahrung für den Dämonen. Dafür ist er eigentlich hier. Okay, dann, wenn wir einmal hier sind, ich meine, da du schon wütend bist, kann ich nachher sagen, der Dämon ist gestorben, weil ich ihn zusammengeschlagen habe. Und jeder wird wissen, dass das nicht stimmt. Wie, welche Kanone? Ach, ist die Kanone da hinten benutzt? Oh mein Gott. Okay. Wiederbelebung wurde aktiviert. Die siehst du nicht, kann ich nicht hoch? Nee, die hoch geht nicht. Du kannst nur nach links rechts machen. Ich hätte auch gerne dafür gedacht, das hier aufzuschießen. Obviously not. Sonst wird es halt funktionieren. Komm schon! Jawoll! Hi ho, warum? Weil es cool aussieht. Hey! So, weil halt jetzt. Egal, ich habe auch irgendwo hinzuschießen. Sehr sinn. Das wäre schon mal sehr, sehr hilfreich. Apropos. Nehmen da mal kurz mal schlecht gehabt und zum Klatschen. Sehen wir wohl auf der Karte nicht. Oh mein Gott, da wollte ich nicht ran. Chill, die Mac Chili. Ich hab's verwundet. Easy peasy. Oh me. Oh, da ist was gebrochen. Okay, kann ich nochmal ganz kurz. Komm schon. Jawohl. Ja, warum mach ich echt weniger Schaden? Irgendein Buff auf mir? Wenn dann durch den Dämon. Uff. Okay. Das war Schaden in meinem Gesicht. Ich gehe dann mal ganz kurz. Danke für die Wiederbelebung. Ohne die wäre ich jetzt tot.
Zitat, Jesus. Ich Zitat bin Jesus auf Christ. Irgendein Monster, Dämonium. Auf Dämonium bin okay. Ich. Okay, nicht mehr, wie wir kümmern uns zuerst um Odogaron, aber hey. Ich gehe da von oben einmal durch alles durch. Ich weiß ja nicht, auf was ich lande. Okay. Ich möchte meine Freundin mit diese Aussage nicht mögen. Das sehe ich ein. Okay, ja, das war, ich habe an beiden Monstern vorbeigeschossen. Good luck to me. So, ich meine, hier sind, ne? Wollen auch kurz den Mondo töten. Ich wette, unser lieber Ohren hat da ein bisschen vorgesorgt. Ich denke, Odogaron sollte eigentlich gleich tot sein, wenn ich es so halbwegs gerade drin habe. Oh mein Gott, ich gehe ja schon. Okay. Okay, ich möchte mal wieder so den Odogaron mitnehmen. Ah, genau. 99. Hau die Stacke rein! Er hat mich den Odogaron erschlagen. Was? Okay, dann wenn er ihn hier ein bisschen herbt, ich glaube, da kommt die ganz schnell aus dem Mund raus. Ich kann da einfach angreifen. Ich muss immer noch letzten. Und er bringt mir jedes Mal dieses Tier hinterher. Guck mal, was ich hier mitgebracht habe. Er hat sogar noch auf mich draufgeworfen. Das ist wie so ein Kunuyaku. Easy. Einfach keine Angst haben, dass hier diese Wiese. Ja, sorry. Übrigens, du hast ihn genau in meinen Schlag zum Zücken der Waffe. Sehr gut, ja. Aber ich habe leider den aus dem anderen Schlag rausgeholt. Ja, komm, schade. Also aus dem mehr Damage-Schlag halt rausgenommen, um zu schicken, ist vielleicht nicht die beste Option. Die böse Dämonie. Siehst du mal, wie viel Schaden wir gemacht haben? Ich will eigentlich nicht sterben. Danke für die Nachfrage. Ich will mir ganz kurz heilen. Jawohl, du bist schon wieder am Loch. Ich sehe dich doch genau da hinten. Was? Du kannst dich gar nicht sehen. Ich stecke hier drin. Dein Name wird natürlich angezeigt. Ja. Der ist aber auch fast tot, definitiv. So, jetzt mal die Frage, ist der gerade... Der ist nicht rot. Nice. Warte, lass ihn noch ein bisschen zur Seite. Scheiße. Okay, dann schießt man halt nicht gegen die... Jetzt könnte man... Ich hätte ihn mit dem Schlag in die Wand umbringen können. Hätte er mir nicht mit seiner Scheißfaust ins Gesicht geschlagen. Ah, verdammt. Egal. Ja gut, dann hätten wir gewonnen. Hätten wir wirklich die ganze Zeit angreifen können. Nicht, weil der Dämon so viel Schaden gemacht hat. Deswegen war jetzt was tot. Nein. All us. Tommy spielt auf Englisch, weil die deutsche Übersetzung ihm zu schlecht ist. Go down, Mr. President. Go down. Der Trachenfeuer ist übrigens ab. Just saying. Ah. Nur falls und deine Kanone ist kaputt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie jetzt landet oder ob sie irgendwo reingelaufen kommt. Dafür kenne ich mich hier zu wenig aus. Ich glaube, beides ist möglich. Also reinlaufen wäre hier, reinfliegen wir direkt da, wo der Drachenspeck, glaube ich, runterzuschießen ist. Auf jeden Fall, jetzt erstmal wetzen. Sowas wie Panzersamenkraftsahne nehmen, was ich bisher vergessen habe. Oh. Ja, weil ich die nur ausschimpfen musste, weil du die ganzen erste Hilfe reingenommen hast. Und, ja, dann halt zusammenschlagen, würde ich mal sagen. Standard. Plan. Ja. Warte. Ich habe nicht noch irgendwas. Ich glaube, das habe ich noch nicht genommen. Exakt. Gut. Das heißt, ich würde sagen, ich gehe einfach schon mal für den Fall der Fälle das Ding, was Spaß macht. Warte mal, du gehst an den Drachenspeer, ich gehe an die Steine. Falls irgendwo da. Sie ist oben rausgekommen. Okay, geh trotzdem an den Drachenspeer. Vielleicht kommt sie runter. Ist noch nicht da. Bist du überhaupt in der Nähe davon? Ich bin am Hebel. Okay, gut. Jetzt. Do it! Das war nur einer. Egal. Immerhin. Wenn sie jetzt noch kurz runterspringen würde, hey, das klappt nicht. Okay. Dann... Er ist auch gar nicht so groß, ne? Kann man auch mal einfach fehlen. Schade. Ich dachte, ich schaffe es zum ersten Mal, die Steine zu treffen. Sieht nicht so aus. Sicher, dass das bei ihr viel Schaden macht. Ah! Sicher, dass das bei mir viel Schaden macht. Ah, nice one. Ich muss kurz heilen. Ich habe noch so einen Mantel mitgenommen, den ich vorher nicht benutzt hatte, als ich den Elementwagen nehmen können. Scheiße. Und für später kann ich nicht mehr. Ralf vor allem bei ihr mit blauer Schärfe ab teilweise. Da fehlt ein bisschen die Kraft des Dämonen. Yes. Okay, hier ist schön. Sehr toll. Ballern wir uns durch. Da hörst du mal auf mich weg. Feuer. Okay, dann bitte. Erstmal sicher. Ja, ich hab's nochmal zur Seite geschlagen aus Sicherheitsgründen. Und jetzt gönne ich mir auch. Ich glaube, so ein Impfstoff wäre auch nochmal relativ sinnvoll bei ihr. Zwar bei früheren Lunastras auch okay, aber nicht unbedingt notwendig. Deswegen habe ich es dann nicht mitgenommen. Was war ein Impfstoff? Der erhöht ja natürlich Regeneration.
weiß nicht, was das bedeutet, oder? Ich hab den Stein! Dein roter Balken geht schneller weg. Dammit! Du hast recht gehabt! Das ist eigentlich noch das Schlimmste! Einfach First Try, das steht immer noch in Flammen. Der Sinu, der in Flammen stand, übrigens an der Rohan. Für Self-Sustaining. Du bist drauf. Okay, sehr gut. Dann nutzen wir es nochmal für. Sehr schön. I'm just not giving up now. Sahne, Farbe, the world. Ach nein, mach das doch nicht, wir wetzen gerade beide! Aber wir sind beide Schnellwetzer. Warum und so. Okay, das sollte eigentlich, ja, so ein bisschen Damage, mehr Damage, mehr Damage, mehr Damage. Und. Komm schon. Da war sogar der Ton weg, dass der Clown dann betrifft. Es hat nicht funktioniert, weil der in Range halt. Jawoll, ausreicht das! Take this, bitch! Na, glaub ich, ausgewichen danach für den Ausweich machen, ne? Wieso klappt mein Ausweichen nicht mehr? Ach, die Ausdauer! Ja, natürlich! Oh nein, please don't do this, please don't do this, please don't do this. Dankeschön. Sehr, sehr toll, danke, Rohan. Das war wichtig. Wiederbeleben hat sich. Wiederbeleben hat komplett nachgelassen. Ne. So. Kopf bleibt verwundbar. Okay, ich hab ihn auch gemacht. Aber konnte man nicht theoretisch mit dem sogar das. Auch rausfallern. Warte. War das nicht irgendwie was ziehen? Und dann. Was zu drücken? Nein, komm mal. Schade. Oh, okay. Schaden. Nehmen wir. Ja, ich weiß. Ich hab den Skill auch. Stimmt. Aber tot. Easy. What? Warum sollte er nicht tot sein? Das hat sich nicht so angefühlt, hätten wir so viel Schaden gemacht. Naja, es ist immer noch eine Quest mit drei Monstern. Das heißt, sie haben weniger Leben. Achso, ah, okay. Daher. Da ist ein Tor. Egal. I fucking hate you. Komm, ich zeig dir mal kurz, wie das funktioniert. Hau zwei Edelsteine raus. Das ist schon gegen Michael-Niveau fast. Oh mein Gott. Ha, ich treffe euch noch, wenn ich zielen könnte. Hat eigentlich, glaube ich, schon irgendeinen Angriff, der jemanden umhaut. Ich glaube es halt nicht. Außer wenn ich wirklich das Schild treffe. So, hiermit. Haha, du hast dich nachgeladen. Du hast daneben geschossen. Daneben. Wobei schon sehr, sehr stylisch aussieht, definitiv. Darüber. Es gab schon mal Leute, ich glaube, es waren die, Käsekuchen-Hunter, die sich ein Video gemacht haben, so ein Actionfilm mit Monster Hunter. Ah, okay. Ey, ich hab nur Dugaron-Edelstein! Oh, Dugaron-Edelstein! Nice! Du hast von allen drei Monstern mindestens einen Edelstein bekommen und ich habe eine Platte! Und eine Senus-Feder. Easy! Eine Feder von Senu, loyal zu einem Assassinen, der gegen Unrecht und Schinderei steht, dem Schmied zeigen. Achso, das ist Every Hunter's Dream. Wahrscheinlich auf Deutsch. Mhm. Deswegen hat er das gemeint, diese Quest ist dafür da. Das war seine Aussage, ich habe das Spiel auf. Ah, okay. Verstehe. Ja, 11 Minuten, ne? Kein Problem. Du hast alles bekommen, was du brauchtest. Ich war eh nur da, um. Ich glaube, es war am Ende den Kill zu machen. Also, wenn du jetzt nicht sagst, Rohan, ich war's, dann war ich das. Weil ich hatte nämlich gerade die Scheunermunition geschossen und die ist nämlich explodiert. So ungefähr. Glaube ich. Egal, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Damit wir nicht mehr wissen, ob es er war oder ich nicht, werde ich schnell den Stream. Meine Games. Dann bin ich Schrödingers Sieger, Schrödingers Töter. Sagen wir, was ich wissen, war ich es. Zumindest zur Hälfte. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Heute war ein geiler Stream. Für mich, für Andreas nicht so. Wenn es euch auch gefallen hat, dann sagt uns dann bitte Bescheid mit Feedback, lieben gerne in die Kommentare. Und damit adios, amigos, und auf den Place. Auf Wiederhören. Ciao, haut rein.